Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Pichler, ich bin Vizerektor für Forschung an der Wirtschaftsuniversität Wien und darf Sie im Namen der Rektorin zur heutigen Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe WU Matters, WU Talks zum Thema Was verdienen Managerinnen ganz herzlich willkommen heißen. Die heutige Veranstaltung wird vom Department of Finance, Accounting and Statistics veranstaltet, oder da muss man schon genauer sagen, vom Institute for Accounting and Auditing, also vom Rechnungswesen Teil des Departments, und das gehört zu dieser Veranstaltungsreihe dazu, dass in regelmäßigen Abständen die einzelnen Departments der WU sich mit ihren Forschungsergebnissen, mit ihren Ideen, mit ihren Diskussionsbeiträgen zu gesellschaftlich relevanten Themen auch zu Wort melden. Ich glaube, die Brisanz des Themas ist evident. Wir haben also beim Thema Managerinnengehälter natürlich sehr, sehr oft eine ethisch-moralische Fragestellung im Mittelpunkt. Das geht hier in der Diskussion sehr häufig auch um Dinge wie Gerechtigkeit. Da gibt es sicher auch eine politisch-ideologische Diskussion. Und wenn Sie hier die Anführungszeichen um das Wort verdienen herum sehen, da sehen Sie schon im Wortspiel die möglichen Bedeutungen. Man kann das natürlich wissenschaftlich empirisch betrachten und einfach sich Statistiken anschauen, wie viel Geld jetzt tatsächlich Manager, Managerinnen verdienen. Man kann das natürlich auch in der anderen Bedeutung sehen, und da gibt es natürlich, wenn man ins Foren von gewissen Zeitungen schaut und in soziale Medien, also da findet man ganz bösartige Antworten zu dem Thema, was jetzt eigentlich Manager, Managerinnen verdienen. Ich kann es nur aus meinem Fach, dem Bankbereich, sagen, also so nach 2008, also hat es beliebtere Spezies gegeben als Manager, Managerinnen von Banken. Also zum Thema Verdienen hat man da was anderes gehört. Also das ist eine sehr aufgeladene Diskussion, und die Aufgabe der Wissenschaft, so wie wir Wirtschaftswissenschaften verstehen, ist es, da die Hintergründe zu beleuchten. Es geht ums Verstehen der Mechanismen, welche Faktoren die Gehälter beeinflussen, ob man die Höhe der Gehälter steuern, regulieren kann, ob das positive, ob das negative Auswirkungen hat auf Unternehmenserfolg, auf die gesamte Gesellschaft. Und das ist auch das Ziel des heutigen Abends, einen Beitrag zu leisten für diese Diskussion, einmal eine wissenschaftliche Analyse der wesentlichen Einflussfaktoren, das werden wir in Form einer Keynote-Vorlesung hören, und dann in Form einer Podiumsdiskussion eine Brücke dann schlagen zwischen der wissenschaftlichen Evidenz und der unternehmerischen Praxis bzw. auch dem politischen Handlungsspektrum. Und dafür haben wir ein sehr großes und vor allem äußerst hochkarätig besetztes Podium für diese Veranstaltung gewinnen können. Die Damen und Herren werden dann später noch Ihnen einzeln vorgestellt werden, aber ich sage jetzt schon an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Die Diskussionsleitung der Podiumsdiskussion wird dann Professor Romuald Bertl, der Vorstand des Institutes for Accounting and Auditing, übernehmen. Dir, lieber Romy, auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast. Die Keynote Lecture, also der Vortrag, wo es um die wissenschaftliche Evidenz geht, wird heute von Assistenzprofessorin Dr. Stefanie Mittelbach-Hörmannseder gehalten. Sie hat eine ganz interessante Herkunft. Sie hat in, glaube ich, nicht einmal der halben Mindeststudienzeit an der WU BWL studiert, hat aber vorher ein Studium aus technischer Mathematik an der TU abgeschlossen. Also böse Zungen würden hier sagen, sie hat was Gescheites auch studiert, und hat dann aber ihr Doktorat ich komme von der TU, haben jetzt nicht alle
dann so verstanden. Aber sie hat das Doktorat an der WU abgeschlossen, ihre wissenschaftliche Laufbahn hier begonnen, war dann eine Zeit auch in der Industrie, im Consulting tätig und ist wieder zurück in die Forschung an die WU gegangen. Und sie forscht im Gebiet der Unternehmensberichterstattung und da unter anderem auch zum Thema Managerinnengehälter. Und genau darüber wird sie in der Keynote dann auch berichten. Ich gebe auch zu, dass ich mich ganz besonders auf den heutigen Tag gefreut habe, weil es ist natürlich für ein Rektoratsmitglied eine äußerst angenehme Sache, bei einer Veranstaltung des eigenen Departments mitwirken zu dürfen. Und zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, also das Thema interessiert mich schon. Also da wäre ich auch ohne eine offizielle Funktion zu haben sehr, sehr gerne heute gekommen. Aber es gibt noch drei Dinge, die mich besonders freuen und positiv stimmen. Erstens ist das die erste Veranstaltung im Rahmen dieser Vortragsreihe an der WU, wo nicht der prominente Professor oder die prominente Professorin, Institutsvorstand eines Instituts hier, den Hauptvortrag hält, sondern ganz bewusst eine junge Forscherin ins Rampenlicht gestellt wird. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr erfreulich, weil es dokumentiert zum einen, dass diesem Institut die Nachwuchsförderung wirklich ein Herzensanliegen ist, und zum anderen zeigt es, dass die WU sehr, sehr gute junge Forscherinnen und Forscher hat, die auch eine entsprechende Öffentlichkeit verdienen. Der zweite Grund, warum ich mich auch noch besonders freue, ist, es ist auch die Veranstaltung mit dem Abstand höchsten Frauenanteil unter den Mitwirkenden, den wir bisher haben. Also wir haben also ein paritätisch besetztes Podium, das ist auch etwas, was sehr, sehr erfreulich ist. Und dann noch eine kleine Randnotiz, es ist auch die Veranstaltung bisher mit dem Abstand höchsten Anteil an Steirern unter den Mitwirkenden, und das allein garantiert für Qualität. Eine technische Information noch: halten Sie Ihre Smartphones bereit. Es wird dann die Möglichkeit für Sie geben, sich interaktiv auch in den Vortrag einzubringen. Also wir scheuen weder Kosten noch Mühen, hier auch die neuen Technologien spielen zu lassen. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, mich nochmals recht herzlich bei Professor Bertl und Professor Mittelbach-Hörmannseder für die Vorbereitung der Veranstaltung zu bedanken. Und Frau Kollegin, bitte um Ihren Vortrag. Was verdienen Managerinnen und Manager? So wie Sie schon gesagt haben, Herr Vizerektor, die Frage erscheint zuerst betriebswirtschaftlich oder ökonomisch. Und es liegt der Schluss nahe, besonders bei uns bei Finance und Accounting, einfach mit einem Eurobetrag zu beantworten. Nur die Frage ist mittlerweile weit mehr. Schauen wir uns den öffentlichen Diskurs an und auch Ihr reges Interesse. Es ist, wir haben es gehört, eine moralische Frage. Und man könnte die Frage dahingehend umformulieren: Verdienen Managerinnen das, was sie verdienen? Sie ist ethisch. Es geht um Gerechtigkeit. Auf der einen Seite die vollkommen freie Bestimmung von Löhnen und Gehältern und auf der anderen Seite, wie wir es jetzt im französischen Wahlkampf vom sozialistischen Präsidentschaftskandidaten Mélenchon gehört haben, der Managementgehälter ab einer gewissen Höhe mit 100% besteuern, das heißt de facto kappen wollte. Auch in Deutschland hat diese Diskussion jetzt mit dem Wahlkampf an Brisanz gewonnen. Hier warnt Bundeskanzlerin Merkel letzte Woche, das nicht in eine Neiddiskussion ausarten zu lassen. Und vorab muss ich Ihnen auch eines verraten. Sie haben angekündigt, wir haben empirische Befunde in der Wissenschaft. Ja, das stimmt. Es gibt empirische Befunde zu den Faktoren, die relevant sein können für die Vergütung von Managerinnen. Aber die Wissenschaft hat keine geschlossene Theorie zur Festsetzung von Löhnen oder Gehältern, noch weniger von gerechten Löhnen und Gehältern. Es ist auch nicht die Aufgabe der Wissenschaft und ihrer Lehre, Ihnen diese Antwort zu geben und diese Frage absolut zu beantworten. Aber es ist das Ziel der heutigen Veranstaltung, Ihnen unterschiedliche Aspekte in die Frage zur gerechten Vergütung einfließen zu lassen. Ich werde Ihnen hierzu einen, was die Zeit erlaubt, einen kurzen betriebswirtschaftlichen Abriss geben und gemeinsam mit den
Diskussionsinputs unseres Podiums sollen Sie auch die Frage für sich individuell beantworten können. Sie beantworten, was ist ein gerechter Lohn? Und wir starten gleich mit einer, ich sage mal, einfachen Frage. Und dafür nehmen wir alle unsere Handys heraus und gehen auf shakeq.com. Der Code, es sollte ein Fenster erscheinen, und der Code, mit dem Sie sich einloggen, sollte es nicht funktionieren, Ihren Nachbarn fragen, der Code ist WU1306, steht für 13. Juni. In einer normalen Vorlesung, wenn es dann laut wird, heißt es, es hat funktioniert. Jetzt. Und wir starten mit der ersten Frage. Welcher Sportler verdient derzeit am meisten? Ist es Lionel Messi, Roger Federer, Cristiano Ronaldo oder LeBron James? Die Anzahl der Stimmen wächst noch kontinuierlich und recht rasant an. Wir sind auf 177 und Sie können, soweit ich weiß, noch einmal voten. Und unsere Studierenden kennen die Systeme der Multiple-Choice-Fragen ja sehr gut. Und wir haben die 200-Stimmen-Marke erreicht. Die Spannung steigt, jetzt konnten Sie schon im Internet nachlesen. Ja. Und ob Sie richtig liegen, wissen Sie noch nicht. Aber was Sie sehen, wenn Sie Cristiano Ronaldo getippt haben, sind Sie in bester Gesellschaft. Und Sie haben recht. Cristiano Ronaldo verdiente 2016 93 Millionen Euro. Gefolgt von LeBron James und danach Lionel Messi und der Tennisspieler Roger Federer 64 Millionen. Bei ihm sind es auch hauptsächlich Werbeeinnahmen. Sie scheinen sich sehr, sehr gut mit den Sportlern auszukennen. Eine großartige Frage. Die sind vor Steuern und Lionel Messi, haben wir heute auch gelesen, einen Teil dieses Gehalts hat er, zumindest sagt es, Ronaldo, danke Ronaldo, mit Messi war es letztes Jahr, Ronaldo hat es heuer einen Teil davon unter Umständen nicht versteuert. Gehen wir aber nun, unabhängig von der Frage der Besteuerung, einmal weiter zur Frage des heutigen Tages. Welcher Manager, hier US-Manager, verdiente 2016 am meisten? USA, weil diese die bestbezahlten Manager sind. Nummer 1, Thomas Rutledge, Charter Communication, Betreiber von Kabelnetzen. 2, Mark Parker, Nike. Nummer 3, Oracle, Mark Hurd. Und auf D, Walt Disney, Robert Iger. Wir haben schon 64 Stimmen. Und übrigens, die bestverdienendste Künstlerin ist Taylor Swift und verdient 170 Millionen Dollar, auch vor Steuern. Hier
schaut das Bild schon etwas anders aus. Sie sehen, es ist etwas weniger eindeutig. Und jetzt könnten wir sagen, ja, das liegt daran, dass wir uns jetzt Amerika anschauen, da kenne ich mich nicht aus. Ronaldo würde ich auch als internationalen Sportler bezeichnen. Trotzdem, gesellschaftlich relevanter sind Managementgehälter. Und ich werde auch gleich auflösen, sie lagen leider falsch. Aber auch hier, wie es auch so oft ist, gibt es für uns in der Wissenschaft heute eine richtige Antwort, nämlich Thomas Rutledge. Aber die von Ihnen, die vor einer halben Stunde ORF.at gelesen haben, hätten Mark Hurd hier unter Umständen nach oben gegeben. Warum? Weil er laut ORF.at heute der bestverdienende Manager 2016 ist. Woran liegt das? Da Managementgehälter unterschiedliche Zusammensetzungen haben. Und hier bei Herrn Rutledge sind auch Optionspakete oder bei allen sind auch hier dabei und spielen hier eine wesentliche Rolle. Aber wie Sie sehen, verdienen die drei letzten doch um einiges weniger als die Nummer 2, 3, 4 der Sportler, die wir uns angesehen haben. Nichtsdestotrotz werden Managementgehälter oft als zu hoch, sagen wir, bewertet oder gefühlt. Und ich habe vor kurzem dazu ein Interview eines österreichischen Managers gelesen. Er wurde auf die Höhe seines Gehalts angesprochen. Er wurde darauf hingewiesen, dass sein Gehalt recht hoch ist. Darauf antwortet er: Was ist viel? Der Markt entscheidet über die Gehälter, nicht Leidenschaft oder die Medien. Der Markt sagt, das ist Ihr Preis. Wenn ein anderer gleich viel verdient wie ich und ich 10-mal besser bin, wie viel macht das? 10-mal mehr. Welcher Manager war das? Wie konnte eine solche Aussage an Ihnen unter Umständen vorbeigehen? Und Sie haben recht, diese Aussage wäre nicht spurlos an Ihnen vorbeigegangen, aber sie gibt es. Sie fand 2016 in einem Interview statt mit einem Fußballer, mit Zlatan Ibrahimovic. Und haben Sie davon gehört? Hätten Sie davon gehört, wenn es ein Manager gewesen wäre? Ist es moralischer, weil die Aussage von einem Fußballer stammt? Aber gehen wir zum wesentlichen wissenschaftlichen Punkt dieser Aussage. Ibrahimovic sieht die Sache volkswirtschaftlich und vergleicht sich mit dem Markt. Machen wir dasselbe. Das hier sind die Top 4 der Fußballer, die wir uns gerade angeschaut haben, summiert, in Euro umgerechnet. Und hier die US-Manager. Sie sehen, Sportler verdienen mehr als diese Top 4 Manager und die ungefähr ein Drittel weniger. Gehen wir weiter und schauen uns die für uns relevanten Märkte an. Europa, Deutschland und Österreich. Auch hier wieder die jeweiligen Top 4. Sie sehen, international bestehen eindeutig Unterschiede. Und auch hier die Krawatten sind ganz bewusst gewählt. All diese Top 4 sind Männer. Und wenn Sie sich jetzt denken, ja, die sind natürlich auch alle größer in den USA und EU, ja, das stimmt. Wenn wir uns den Börsewert ansehen, wenn wir hier auf die Umsatzerlöse gehen, sieht das Bild schon nicht mehr so konsistent aus. Wir haben nämlich innerhalb dieser Märkte wesentliche Unterschiede. Und aus dem heutigen ORF-Bericht nur eine Bemerkung am Rande. Unter den Top 4 Europäern ist ein Österreicher. Wissen Sie, was er verdient? Laut ORF 14 Millionen. Das heißt genauso viel wie die 4 Top 4 in Österreich. Und auf einigen dieser Märkten, insbesondere Deutschland und Österreich, wie wir es angedeutet haben, gibt es einen sehr starken Ruf, das haben auch Sie angesprochen, Herr Pichler, nach Regulierung. Es sollen Managementbezüge reguliert werden. Suche nach Maß und Mitte.
Koalition streitet über Managergehälter. Vergütungsdebatte nimmt Fahrt auf. Stellen Sie sich diese Headlines mit Sportlern oder Fußballern vor. Die Debatte wird doch recht, sagen wir kurz, emotional geführt. Aber schauen wir uns diesen Begriff Managementgehalt, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen bei Routledge, schauen wir uns diesen Begriff doch etwas genauer an. Was ist das genau? Ist das eine monatliche Überweisung auf das Konto eines CEOs? Das heißt, diese 98 Millionen werden auf 12 aufgeteilt und der CEO bekommt monatlich diesen Betrag abzüglich der Steuern überwiesen? Nein. Managementgehälter haben ganz viele Facetten. Sie haben ein Fixum, das ist der fixe monatliche Betrag, der überwiesen wird. Dann einen variablen Anteil. Das sind zusätzliche Boni, die meistens leistungsabhängig sind. Darüber hinaus gibt es Sachleistungen wie eine Dienstwohnung oder ein Auto. An Relevanz gewinnen immer mehr Aktienpakete, auch kommend aus den USA. Worum geht es hier? Dem Manager eine Art Eigentümerstatus zu geben und einen langfristigen Anreiz für die verantwortungsvolle Führung eines Unternehmens zu geben. Und das fünfte sind Pensionen. Wer weiß, wie und in welcher Form es die noch geben wird, dann werden sie gleich in einen Managementgehalt mit eingenommen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Komponenten, die Managementgehälter ausmachen. Und all diese, welches will man hier denn oftmals genau regulieren? Wie soll das denn teilweise möglich sein? Und der nächste Schritt, die nächste Frage ist, na, wer zahlt denn das? Wir haben gerade gesehen, die Politik will regulieren. Zahlen das die Politiker? Sind das die Steuerzahler? Nein, meine Damen und Herren, es ist das Unternehmen. Und das Unternehmen sind die Eigentümerinnen. Wir reden meistens von Unternehmen, die private Eigentümerinnen haben und nicht staatliche Unternehmen. Das will ich hier nur kurz anmerken. Und ab einer gewissen Größe gibt es, sind verpflichtend, Eigentümervertreterinnen einzurichten. Das heißt ein Aufsichtsrat. Oder im Fall von besonders großen Unternehmen auch Vergütungsausschüsse. Und diese bestimmen gemeinsam mit einer Managerin das Gehalt. Henry Ford, Gründer von Ford, der in den Wirtschaftswissenschaften sehr oft und gerne zitiert wird, geht so weit zu sagen, dass es eigentlich der Kunde ist, der Managementgehälter bezahlt. Über die Umsatzerlöse, die das Unternehmen erzielt und wir alle als Kunden bezahlen. Das heißt, Managementgehälter werden nicht einseitig von einer Managerin festgesetzt. Nein, Managementgehälter sind das Ergebnis von Verhandlungen. Und in Österreich wurde 2014 hier reguliert, eingegriffen. Es wurde versucht, der Ausgang dieser Verhandlungen wurde Einfluss zu nehmen auf diesen Ausgang. Womit? Mit der Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit. Das heißt, dass wenn Unternehmen mehr als 500.000 Euro an einen Manager oder eine Managerin bezahlen, sie Körperschaftssteuer auf diesen übersteigenden Betrag entrichten müssen. Das trifft auf Unternehmensebene zu. Aber um auf Ihre Frage auch vorhin wieder zurückzukommen, der Manager oder die Managerin zahlt ganz normal Steuer, den Grenzsteuersatz in diesem Fall. Was war das Ziel des Staates, diese Regulierung einzuführen? Es ging darum, die Anzahl der Personen mit Gehältern über 500.000 Euro konstant zu halten. Die Höhe der Gehälter sollte gelenkt werden. So ein Gesetz wurde Einspruch erhoben gegen dieses Gesetz. Der Einspruch wurde bis zum Verfassungsgerichtshof durchjudiziert. Erfolglos. Denn wenn der Gesetzgeber mit solchen Bestimmungen die Einkommensschere zwischen Führungskräften und anderen Dienstnehmern eines Unternehmens reduzieren will, ist das eine zulässige, im öffentlichen Interesse liegende Verhaltenslenkung. Die Umsetzung dieses Gesetzes
habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Pattloch beleuchtet. Und wir haben hier an der WU im Rahmen des Aufsichtsrattages Aufsichtsräte befragt. Konkret haben wir eine indirekte Befragung vorgenommen und als Methodik ein Experiment. Wir wollten herausfinden, wenn wir ja schon wissen, dass Managementgehälter das Ergebnis von Verhandlungen sind, muss doch diese Maßnahme idealerweise in diesen Verhandlungen eine Wirkung haben. Die Aufsichtsrätinnen sollten dies doch berücksichtigen. Wir wollen herausfinden, ob die Einführung der steuerlichen Abzugsfähigkeit überhaupt ihre Wirkung erzielen kann. Wir haben aus der empirischen Forschung und auch nach Rücksprache mit Experten einige wesentliche Faktoren und auch die steuerliche Abzugsfähigkeit herausgenommen. Zuerst die Umsatzerlöse, danach die Vergütungshöhe des Vorgängers. Wie schon gesagt, wir überprüfen die steuerliche Abzugsfähigkeit, das heißt zusätzlich die steuerliche Abzugsfähigkeit, dann die Erfahrung als CEO, der Mensch, mit dem Sie verhandeln, was kann der, und der finanzielle Erfolg, gemessen am Vorjahr. Dies ist eine messbare Größe, weil es den Erfolg des Vorjahres betrifft. Was hat das Unternehmen erwirtschaftet? Vielleicht haben einige von Ihnen auch am Wochenende in der Presse einen Artikel erschienen, wo es um die wesentlichen Einflussfaktoren ging. Und unser Experiment zeigt, welche Faktoren für dieses Gesamtpaket CEO relevant sind. Und zwar die relativen Nutzen dieser einzelnen Faktoren für die Einstellung eines CEOs. Was glauben Sie? Keine Sorge, nicht wieder das Handy rausnehmen. Ich verrate es Ihnen. An zentraler Stelle steht die Person des fiktiven CEO, ihre Erfahrung. Sie wird als die integrative Führungskraft gesehen. Und danach kommt der finanzielle Erfolg. Das sind die wesentlichen Faktoren, die, und wir berücksichtigen bitte immer dieses Gesamtpaket, ja, im Rahmen der Verhandlung, was wird berücksichtigt. An letzter Stelle steht die steuerliche Abzugsfähigkeit. Das war unser wissenschaftliches Ergebnis. Was ist jedoch die praktische Konsequenz, wenn ein Unternehmen zusätzlich Steuern bezahlen muss? Die Kosten, die daraus entstehen, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit umgewälzt werden müssen. Ich darf noch einmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, Vergütungen, Managementgehälter sind das Ergebnis von Verhandlungen, auf die maßgeblich die Erfahrung und der finanzielle Erfolg Einfluss nehmen. Und am Anfang haben wir eben darüber gesprochen, dass dies eine gesellschaftspolitische Frage ist. Und die Frage ist, und die oftmals gestellt wird, ist, ob dieses Ergebnis, das hier getroffen wird, aufgrund dieser Faktoren gerecht ist. Meines Erachtens ist diese Frage nicht ganz die richtige, denn auch große Rechtstheoretiker sind bislang an der Frage der Gerechtigkeit gescheitert. Hans Kelsen, ein österreichischer Rechtswissenschaftler, der auch maßgeblich an der österreichischen Verfassung beteiligt war, hat sich unter anderem der Gerechtigkeit gewidmet. So sind einige seiner Ausführungen doch bändefüllend, werden einige von Ihnen auch wissen. Seine Abhandlung zur Gerechtigkeit jedoch hört nach unter 50 Seiten auf, mit folgenden Worten. Was ist Gerechtigkeit? Nun, an ihrem Ende bin ich mir wohl bewusst, diese Frage nicht beantwortet zu haben. Meine Entschuldigung ist, dass ich in dieser Hinsicht in bester Gesellschaft bin. Ich kann nicht sagen, was Gerechtigkeit ist. Absolute Gerechtigkeit, dieser schöne Traum der Menschheit. Ich muss mich für relative Gerechtigkeit entscheiden und kann nur sagen, was gerecht für mich ist. In diesem Sinne ist die Frage der Gerechtigkeit wohl auch jedem selbst überlassen. Die Frage, die wir jedoch sehr wohl beantworten sollten und heute auch im Rahmen der Diskussion von unterschiedlichen Seiten beleuchten werden, ist, welche Ansätze es gibt, die es erlauben, eine Vergütung so zu gestalten,
dass sie nachhaltig und angemessen ist und die Verantwortung und die Leistung, die in diesem Zusammenhang erbracht wird, entsprechend berücksichtigt. Liebe Frau Dr. Hermannseder, Mittelbach, Hermannseder, um ganz korrekt zu sein, herzlichen Dank für diesen einleitenden Vortrag. Er ist umso bemerkenswerter, weil es eine der schwierigsten Übungen für jeden Wissenschaftler, vor allem für einen jungen Wissenschaftler ist, ein im Grunde komplexes Problem so aufzubereiten, dass es auch ein nicht fachkundiges Publikum versteht. Und ich habe es verstanden, also ich kann Ihnen bestätigen, Sie haben das gut gemacht. Sie kann es auch anders. Ja. Sie kann mich auch durchaus in wissenschaftlichen Diskussionen sehr verwirren, vor allem wenn sie ihre mathematischen Kenntnisse herausholt. Aber sie ist eine ganz besondere Pädagogin, denn sie ist die Einzige, die es bisher geschafft hat, 10-Jährigen zu erklären, was ein Konto ist. Und das ist wesentlich schwieriger, als was ich heute hier machen musste. Lieber Stefan, lieber Vizerektor, danke für deine freundlichen Worte zu unserem Institut. Wir sind ja eines der ältesten Institute, wir waren schon an der alten Welthandel tätig. Seit über 100 Jahren gibt es uns, nicht mich, uns als Institut. Und wir beschäftigen uns nicht nur mit Rechnungswesen und Prüfung, wir beschäftigen uns eigentlich mit der Corporate Governance, das heißt, mit der Frage der Führung und Überwachung von Unternehmen, vor allem von Kapitalgesellschaften. Und damit beschäftigen wir uns mit dem, was die Frau Hermannseder, Mittelbach-Hermannseder, mehrfach angeführt hat. Aufsichtsrat, Vorstand, Aktionäre, Hauptversammlung, Wirtschaftsprüfer, das sind Organe, die hier zusammenwirken und die ein ganz spezifisches Überwachungsumfeld erbringen. Und dabei sind wir unter anderem auf das Thema Managementvergütung gestoßen. Wenn Sie nun von diesem experimentellen, empirischen Bereich auf die Rechtsgrundlage zurückschauen, in der VKS habe ich eine hochkarätige Expertin dann gewonnen, dann ist eine Rahmenbedingung ja im österreichischen Aktiengesetz vorgegeben, die ich Ihnen kurz zitieren möchte. Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, also der Aufsichtsrat ist eines der Organe einer Kapitalgesellschaft, dass die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder verhältnismäßig sind, und zwar zu Aufgaben und Leistungen des Vorstandes, zur Lage der Gesellschaft, dass sie eine Üblichkeit haben und dass sie langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung fördern. Was lernen wir jetzt aus diesem Gesetzestext? Das ist ja der Rahmen, in dem wir uns unternehmensrechtlich und somit auch tatsächlich bewegen müssen. Nun zuerst einmal, und das erscheint mir äußerst wichtig zu sein, es gibt ein Organ und nur ein einziges, das zuständig ist für die Bemessung von Vorstandsbezügen. Das ist das, was die Frau Mittelbach-Hermannseder in diesem Verhandlungssystem angesprochen hat. Das ist der Aufsichtsrat und sonst niemand. Und die Frage stellt sich daher, ist es zulässig, dass auf diesen Aufsichtsrat über die bestehenden gesetzlichen Regelungen Einfluss ausgeübt wird? Und ist es ein Bedarf, dass auch andere Organe, wie zum Beispiel die Hauptversammlung, hier ein Mitwirkungsrecht haben sollte? Weiter sehen wir, dass in dieser gesetzlichen Grundlage auch deutlich definiert wird, dass es um etwas ganz Bestimmtes geht. Es geht darum, Aufgaben und Leistungen zu prämieren. Und es wird nicht von der absoluten Höhe gesprochen. Und das Ziel ist offensichtlich das Wohlergehen, die Lage der Gesellschaft, die langfristige Unternehmensentwicklung. Und damit stellt sich in weiterer Folge für uns, wenn wir das akzeptieren, erst die Frage der Methodik. Und erst die Methodik führt dann, nämlich die Methodik der Bemessung. Sie haben hier ein bisschen was gehört, Fixbezüge, Variablebezüge. Wir haben noch gar nichts gehört, woran man das messen könnte, was eine Aktienoption ist. Aber erst wenn wir vorher geklärt haben,
wer ist zuständig? Und wenn wir danach geklärt haben, wofür wird die Entlohnung durchgeführt, dann können wir uns mit der Frage der Methodik der Bemessung auseinandersetzen und in weiterer Folge natürlich mit der Frage, was kommt dann tatsächlich als angemessene Höhe eines Vorstandsbezuges heraus. Für diese Diskussion freue ich mich, und das ist, es schaut jetzt so aus, als hätten wir das genauso geplant, haben wir natürlich nicht. Sie glauben gar nicht, wie sehr Wissenschaft von Zufall abhängt, und genauso hängt so ein Podium von Zufall ab, sowohl, dass wir eine 50-50 Verteilung zwischen Damen und Herren haben, als auch die Verteilung von der fachlichen Seite. Wir haben nämlich es geschafft, ein fachliches Pärchen, ein Expertenpärchen zustande zu bringen, nämlich zuerst die Frau Professor Kals. Sie ist an dieser Universität Professorin für Zivil- und Unternehmensrecht und ist nicht nur in der Praxis durch Aufsichtsratmandate vertreten, sondern sie ist vor allem, und das ist eine herausragende Leistung, Herausgeberin und Mitautorin zweier Handbücher, die insgesamt, ich glaube, 5000 Seiten haben, für den Aufsichtsrat und für den Vorstand. Professor Kals, wenn Sie bitte herauskommen. Ihr zur Seite, lieber Freund und Kollege Aslan Miller, Senior Partner bei PwC, PricewaterhouseCoopers. Die zweite Gruppe, wiederum zufällig ein Paar, also ein Paar in dem Fall, dass der eine Dame ein Herr ist. Kommt noch dazu, der eine aus der Steiermark, also bis wir wieder in der Steiermark sind, also ich bin auch einer der Steirer, wird uns schon der Ruf vorausgeeilt, was wir hier angestellt haben. Das eine ist, beide kommen aus Industriefamilien. Das eine ist die Frau Therese Nies, Vorstandsmitglied der Mitterbauer Beteiligungs AG und Bundesvorsitzende der Jungen Industrie. Der zweite Herr ist ebenfalls aus einem Familienunternehmen, den steirischen Heereswerken, industrieller, geschäftsführender Gesellschafter, aber in der heutigen Funktion auch als langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der Verbund AG. Bei der dritten Gruppe tue ich mich jetzt etwas schwer zu sagen, was das für eine Gruppe ist. Nennen wir sie Meinungsbilder. Ja, nennen wir sie Meinungsbilder. Einerseits Frau Antonella May-Bochtler von Boston Consulting Group, Managementposition und Aufsichtsratsvorsitzende bei der Wohlfahrt AG. Und Herr Minister, das Beste halten wir uns natürlich zum Schluss auf. Minister Hunsdorfer, allen bestens bekannt, bis 2016 Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und jetzt Präsident der Bundessportorganisation. Und ich darf gleich bei Herrn Minister Hunsdorfer beginnen. Die Frage, die ich an alle zuerst richte, ist: Sie kennen nun die derzeitigen Regelungen, die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Bezugsregularien von Vorständen von Kapitalgesellschaften. Glauben Sie, dass es hier einen Änderungsbedarf gibt? Wenn ja, warum? Gibt es einen Markt? Gibt es einen nicht funktionierenden Markt? Sie sind ganz frei in Ihren Antworten. Bitte, Herr Minister. Gut, wunderschönen guten Tag. Und ich bin nicht aus der Steiermark, aber ich habe in der Steiermark gehen gelernt. Vielleicht ist das auch ein gewisser Einstieg hier in diese Debatte. Und mit meiner jetzigen Funktion in Sport bin ich auch etwas konfrontiert mit Arbeitsrechtsproblemen von Sportlern, beziehungsweise die Masse der österreichischen Sportlerinnen oder auch der weltweiten Sportlerinnen und Sportler kommt ja nie in die Bezugshöhen. Und im Schnitt bekommt der Herr Messi das für 10 Jahre und der Herr Ronaldo, so wie der Herr Alaba wahrscheinlich 10, 12 Jahre so Spitzenbezüge haben wird. Und dann ist es wiederum ein anderes Leben. Aber Spaß beiseite oder zur Sache zurückkommend, es wird Sie vielleicht jetzt wundern, aber ich glaube, dass wir gesetzlich in dem Sinne, was die Höhe betrifft, nicht eingreifen müssen.
wahrscheinlich auch nicht eingreifen können. Was ich persönlich nur wirklich für bedenklich halte und für unmoralisch halte, sind die Einkommensrelationen der Vereinigten Staaten, wo wir das 331-fache, das ist ja, glaube ich, der derzeitige Spitzenreiter, das 331-fache des durchschnittlichen Einkommens des Betriebes bekommt dort ein Manager. Das halte ich persönlich wirklich für nicht mehr nachvollziehbar. Das, was wir in Europa haben, ist in der Regel von der Relationsrechnung her relativ nachvollziehbar und ist, glaube ich, auch argumentierbar. Was wir aber sehr wohl, und Sie wissen ja alle, wo ich ursächlich herkomme, was ich sehr wohl anmerken möchte, ist, dass wir die Kriterien, wie es zu Boni kommt, sollten wir, glaube ich, uns alle gemeinsam nachdenken. Ist es nur der Aktienkurs, ist es nur das EBIT oder kann man auch Fragen der Nachhaltigkeit, Fragen der Diversität, Fragen der Schaffung von Arbeitsplätzen nicht auch als ein Boni-System integrieren? Da, glaube ich, haben wir einen Nachholbedarf oder da haben wir einen Diskussionsbedarf und auch einen gewissen Nachholbedarf. Denn nur das Hinschauen auf den Aktienkurs ist zwar nett und interessant, aber ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, dass es einer Volkswirtschaft ganz gut tut, wenn man auch diese Kriterien erweitert. Wir haben eine Chance dazu, das ist die Umsetzung der europäischen Aktionäre-Rechte-Richtlinie. Das Wort ist wirklich so kompliziert. Diese europäische Aktionäre-Rechte-Richtlinie ist im April dieses Jahres vom Europäischen Parlament beschlossen worden. Die Mitgliedsländer haben jetzt 24 Monate Zeit mit der Umsetzung und ich glaube, diese Chance sollten wir wahrnehmen. Diese Chance sollten wir wahrnehmen, hier auch ein paar Punkte, was auch die, ich weiß, dass das ein abgedroschener Begriff ist, aber die Frage der Transparenz auch hier quasi hineinbringen. Wo ich persönlich und auch die Arbeitnehmerseite, was wir nicht wollen, ist, dass die Hauptversammlung das alleine beschließt. Das ist nämlich auch in dieser Aktionäre-Rechte-Richtlinie sind auch ein paar Punkte drinnen, was so Richtung Hauptversammlung geht. Denn ich glaube, wir sollten das dort lassen, wo es jetzt ist, nämlich im Aufsichtsrat sollte das beschlossen werden, dass es natürlich eine gewisse Informationspflicht gibt. Ja, ist keine Frage. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Sie werden von mir nicht hören, die Relation 1 zu 25 oder 1 zu 100 oder 1 zu 75 oder 1 zu irgendwas wäre jetzt das Angemessene. Was ich glaube, was wir uns als Vorbild nehmen auch sollen, ist bei Bonis, ist auch die Frage zulässig zu diskutieren, wie weit ist die Beteiligung von Mitarbeitern bei Bonis nachvollziehbar. Denn wir haben ein paar große deutsche Unternehmungen, vielleicht jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber emotional belegt, die Boni, die die Firma Porsche jährlich auszahlt an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind pro Kopf nicht gerade kleine Beträge. Und dadurch werden Sie bei der Firma Porsche nie hören, dass der Vorstandsdirektor zu viel verdient. Das heißt, es ist auch eine Frage des Mitnehmens der Betroffenen, des Mitnehmens der Mannschaft. Und das, glaube ich, sollte auch, wenn es darum geht, um Bonis in diese Relationsrechnung mit einbezogen sein. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es kommt sehr viel darauf an, auf die Relationen, es kommt sehr viel darauf an, auf das, was mit, vor allem mit Bonis, alles verbunden ist. Ist es nur der reine Gewinn, dann wird es immer wieder Probleme geben. Sind es auch andere Faktoren, vor allem Nachhaltigkeitsfaktoren, Umstellung auf neue Produktionsmethoden, Umstellung auf ökologischere Produktionsmethoden, soweit das halt natürlich in einem gewissen Zeitrahmen auch möglich ist. All das sollte, glaube ich, auch in Zukunft so berücksichtigt werden. Dankeschön. Herr Minister, danke. Bevor ich die Frau Maybochtler bitte, hätte ich aber gleich eine Frage. Sehen Sie Ihr Statement eigentümerunabhängig? Würden Sie das für alle Kapitalgesellschaften so sehen? Das ist ja jetzt unser Hauptthema, weil all das, was wir reden, sind wir bei Aktiengesellschaften. Ja. Bei Eigentümer GmbH redet keiner mit, wenn ich das so ganz salopp formulieren darf. Da redet niemand mit und das ist ja einer der Diskussionsthemen. Ich weiß auch, von was ich rede. Ich war 1,5 Jahre Eigentümer der drittgrößten österreichischen Bank, der BAWAG. War ich 1,5 Jahre Repräsentant des Eigentümers.
dann haben wir es verkauft und wir mussten sie verkaufen. Um bei der Wahrheit zu bleiben, aber Fakt ist, ich weiß, dass wir die Debatte immer sehr einseitig führen. Wir führen sie immer sehr einseitig nur auf Aktionärsebene und wir führen sie nie in Wahrheit in der Gesamtheit, weil alles, was man in einer GmbH tut, und weil das, da schaut die Welt ganz anders aus und da kann auch die Welt ganz anders ausschauen, hängt natürlich auch von der GmbH, warum eine GmbH und, das brauche ich hier in diesem Publikum nicht sagen, aber Fakt ist, es ist natürlich, und das ist das, was mich auch stört, immer eine sehr eingeschränkte Diskussion. Und die Frau Professor verzeiht mir, aber es ist auch der Vergleich mit Sportlern natürlich auch immer schwierig. Denn hat einen Marktwert, dann hat er 10 Jahre, tolle Jahre, hat er den Marktwert nicht, weil er im dritten Jahr eine blöde Verletzung erlitten hat, dann ist aus. Wir erleben das bei vielen, vielen Sportlern, weil, dann höre ich jetzt wirklich auf, aber in Herrn Alaba haben wir nur einmal, ne? Und das Einkommen des Herrn Alabas haben wir auch nur einmal bei den Fußballern in Österreich. Alle anderen österreichischen Fußballer verdienen am Eckhäuser weniger, weil wir haben jetzt einen, der es halt geschafft hat, zu diesem Spitzenverein zu kommen. Es gibt zwar jetzt derzeit einen 19-Jährigen, der ist auch schon in der Pipeline bei Bayern München, hoffen wir, dass er durchhält, aber Fakt ist, es ist Managerbezüge sind doch eine gewisse Lebensperiode, die länger als wie 10 Jahre im Schnitt bedeutet und längerfristiger auch zu sehen ist. Danke. Bitte, Frau Maybruch. Ja, also vielleicht 2 Schritte zurück. Man müsste sich überlegen, wieso. Also wer von Ihnen hat Cristiano Ronaldo am Wochenende gesehen, im Spiel gegen Juventus? Also ich bin natürlich, als Italienerin war ich etwas geknickt. Wer hat dieses Spiel gesehen? War das ein tolles Spiel? Hat er was geboten? Haben die gewonnen? Die Folge ist, dass natürlich Real Madrid ein extrem profitabler Club ist, ja? Damit eigentlich auch die Einnahmen von Real Madrid massiv steigen. Und es lohnt sich, einen Cristiano Ronaldo zu haben. Leider gibt es eben nicht so viele. Und wenn man mehrere hätte, würde man sicherlich die gerne haben und es würde insgesamt die Spielqualität steigen und es würden sich mehr an diesem Spiel erfreuen. Und wenn wir das jetzt übertragen auf den Bereich Wirtschaft, ja, dann muss man sagen, Wirtschaft ist fantastisch, vor allem wenn es sehr gute Manager gibt, die diese Unternehmen führen. Jetzt ist es so, dass es sehr, sehr schwer ist, sehr gute Führungskräfte zu finden, um die Unternehmen heute zu führen. Die Anforderungen an einen Top-CEO sind, er muss der beste Kommunikator sein, also er muss mindestens genauso gut kommunizieren wie Obama. Dann muss er aber genauso gut motivieren wie Papst Franziskus. Er muss aber sich extrem gut auskennen in Artificial Intelligence und natürlich und Controlling und Accounting und Finance sowieso, das ist ja selbstverständlich. Er muss die Zahlen beherrschen, er muss die Gefühle beherrschen, er muss die Mannschaft zusammenbinden, er muss aber auch aggressiv genug sein, um gegen die Wettbewerber zu gehen. Also die Anforderungen, ich könnte weitermachen, die Anforderungen sind extrem gestiegen. Die Schärfe des Wettbewerbs ist extrem gestiegen. Wir haben es mit einem globalen Wettbewerb, auch in Österreich. Können wir nicht sagen, wir schließen mal kurz die Grenzen und machen es uns sehr schön hier. Wir haben es eigentlich mit Unternehmen zu tun, die im weltweiten Wettbewerb sind und da muss man sehr gute Führungskräfte haben. Jetzt ist es so, natürlich, gute Führungskräfte zu haben, hat nicht nur damit zu tun, ob man sehr viel zahlt. Ich glaube, zu glauben, dass man Top-Führungskräfte bekommt, nur weil man so wie im Fall von Charter Communication, es ist schade, dass Frau Professor, angehende Professor, hier nicht gezeigt hat, wer einer der höchsten Verdiener vorletztes Jahr war. Das war der Chef von Viacom, eines der verlustreichsten Medienunternehmen. Der hat auch viel zu viel bekommen. Das ist ja nicht das Thema. Ja? Es geht ja darum, dass man kriegt nicht nur die Besten mit einer hohen Zahl, man kriegt nur die Besten, wenn man in einem Umfeld lebt, in dem diese besten Manager reüssieren können und sich wohlfühlen. Und wenn wir eine totale Neidgesellschaft haben, ist es extrem schwer, Top-Führungskräfte aus welchem Land auch immer hierher zu bekommen. Und wenn wir sie nicht hierher bekommen, bekommen wir auch nicht
Unternehmen hierher und auch Top, ich sag mal, Headquarters, wie das so schön heißt, Headquarter nicht nach Österreich, und das muss unser Ziel sein, möglichst viele arbeitsplatzschaffende Führungskräfte und möglichst viel arbeitsplatzschaffende Gruppen, Unternehmen, ob AGs oder GmbHs, hier ins Land zu bekommen. Und wenn wir eine totale Neiddiskussion haben, die oft hier losgetreten wird, werden Sie sich nicht wohlfühlen und werden sich eher überlegen, ich gehe doch lieber in die Schweiz. Und jetzt zur Frage, ja, muss das Ganze reguliert sein? Ich glaube, es müssen nur die Aufsichtsräte ihre Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben machen sie nicht immer, und zwar in jederlei Hinsicht. Zum Teil wird nicht ausreichend geschaut, wie ist die Entlohnung zusammengestellt, ist wirklich eine langfristige Erfolgskomponente abgebildet. Oft wird einfach nur eine Verbindung zum Aktienkurs gebracht. Bei Unternehmen, die ein Free Float von 8% haben, habe ich selber erlebt, habe ich selber abgeschafft in dem einzelnen Unternehmen, wo ich Aufsichtsrat bin, weil ich meine, wenn ein Free Float von 8% ist, dann weiß man, dass der Aktienkurs nicht repräsentativ ist. Ja. Also da muss eigentlich der Aufsichtsrat seine Hausaufgaben machen. Das ist nicht immer einfach, aber deswegen ist er auch Aufsichtsrat, der muss das auch können. Ja. Und deswegen glaube ich, dass Regulierung hier fehl am Platze ist. Jetzt zum Thema Absetzbarkeit. Ja. Ich glaube, das ist ein epochaler Fehler, und ich sehe auch jetzt die Diskussion in Deutschland, dass man glaubt, dass man dadurch einem Unternehmen Gutes tut, wenn man alle Gehälter über 500.000 nicht absetzt, denn diejenigen, die sich's leisten können, die verlagern die Leute woanders hin. Also die bei uns jetzt, wir haben einige Partner in der BCG Österreich. Wir haben aber überlegen uns dreimal natürlich, ob wir die nächsten Partner hier in Österreich befördern oder lieber in der Schweiz, in Deutschland oder wo auch immer in der Nähe. Denn ich sage mal, wir arbeiten sowieso global. Ich arbeite in USA, ich arbeite in China, und dann muss ich mir überlegen, was tue ich meinem Unternehmen an, wenn ich hier angestellt bin und mein Unternehmen damit einen Nachteil hat. Also man muss sich überlegen, ob man hier wirklich etwas medienwirksam argumentiert. Ja, schön, dass wir eigentlich Leute bestrafen, die zu viel zahlen. Man muss die Leute wirklich, man muss sich bei den Leuten über die Leute freuen, über die Unternehmen freuen, die möglichst viele Leute einstellen können, die über 500.000 verdienen. Denn das sind die Unternehmen, die sich es wahrscheinlich dann auch leisten können, sonst würden sie die nicht einstellen. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie das wieder reduzieren. Die Marktzusammenhänge sind so, dass man dann automatisch dann reduziert. Also insgesamt, ich halte das für eine falsch gemeinte Intention zu sagen, also wir wollen die hohen Gehälter reduzieren. Man muss hohe Gehälter fördern, sicherstellen, dass es möglichst viele gibt, die sich leisten können, so viel zu zahlen, und auch die das verdienen. Und man sollte wirklich den Aufsichtsräten nicht auf die Finger schauen, sondern mal sicherstellen, dass die Aufsichtsräte so ausgesucht sind, dass sie hier ihre Hausaufgaben machen und wirklich darauf schauen, dass die Leute gut entlohnt sind und richtig entlohnt sind und langfristig entlohnt sind. Dankeschön. Also die von mir jetzt synthetisch gebildete Gruppe der Meinungsbilder ist offensichtlich damit einverstanden, wie derzeit die gesetzlichen Rahmenbedingungen bestehen. Sie vertrauen auf den Aufsichtsrat bedingt, aber Sie wissen, dass der Aufsichtsrat die wesentliche Rolle spielt und dass der Markt eben der Markt ist. Ja. Und was vielleicht ganz wesentlich ist, beide sind am Aktienkurs nicht so sehr interessiert, wenn man dann an die Methodik geht. Das heißt nicht, dass er verbönt ist, aber als alleiniges Instrument nicht geeignet. Wenn wir jetzt die nächste Gruppe ansehen, dann sind das ja eigentümergeführte Unternehmen. Das ist ein Spezifikum, das es in Österreich ja sehr oft gibt, vor allem im mittelständischen Bereich. Und da kann die Rolle vielleicht ein bisschen anders sein. Wer von Ihnen beiden möchte zuerst? Danke. Kann ich gerne anfangen? Ladies first. Wahrscheinlich haben wir in einigen Punkten eine ähnliche Meinung.
Also ich glaube, dass die Diskussion über die Zuverdienstgrenzen in Österreich, und das ist ja nur das eine Regularium, was wir haben, das zweite ist ja jetzt, dass der Grenzsteuersatz über 1 Million auf 55% angehoben worden ist, relativ kontraproduktiv ist. Es ist wieder mal eine typisch österreichische Diskussion oder Maßnahme, weil sie ja im Endeffekt wieder weitere Regeln schafft. Also etwas, wo wir, Österreich ist ohnehin überreguliert. Also die Frage ist, ob wir damit immer das richtige Ziel verfolgen. Ich glaube, es ist vor allem deswegen kontraproduktiv, weil zwei sehr wichtige Werte konterkariert. Das ist einerseits der Wert der Leistung oder des Leistungsansporns und andererseits der Wert der Eigenverantwortung. Ich glaube, dass die österreichischen Unternehmen in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie eigentlich sehr gut mit Eigenverantwortung umgehen können. Ich glaube, die österreichischen Unternehmen sind erfolgreich, haben sich am Markt, am Weltmarkt bewährt, wirtschaften langfristig, haben somit langfristige und auch Arbeitsplätze geschaffen und tragen somit auch zum Wohlstand bei. Und ich halte absolut nichts davon, das ist aber nur nebenbei auch beim Thema Frauenquote so der Fall, dass man in diese unternehmerische Freiheit eingreift. Das ist das eine. Und das zweite, wie gesagt, ich meine, gerade viele junge Leute, toll ausgebildet, wollen etwas erreichen, sind auch bereit, viel zu leisten, weil das muss man ja auch sagen, es wurde vorher auch schon erwähnt, es ist ja nicht so, dass die einen 9-to-5-Job haben, die Manager, haben eine sehr hohe Verantwortung und dafür sollten sie ehrlich gesagt auch angemessen entlohnt werden. Und Österreich ist da ohnehin im unteren Drittel im Vergleich. Ich glaube aber auch, eine Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was wollte man mit diesem Abgabenänderungsgesetz 2014, also wo man ja diese steuerliche Absetzbarkeit über Beträgen über 500.000 Euro erreichen wollte, eigentlich wirklich erreichen? War es das, dass man diese Personenanzahl oder überhaupt die Anzahl von jenen, die über 500.000 Euro verdienen, konstant oder reduzieren möchte? Es gibt aber auch einige Gesetzesmaterien, die eigentlich von steigendem Steueraufkommen ausgehen. Also insofern bin ich mir nicht so sicher, was eigentlich wirklich das Ziel da dahinter war. Wenn aber das Ziel es war und dass keine Gehälter über 500.000 ausgezahlt werden sollten oder nur wenige, dann glaube ich auch, dass wir es nicht erreicht haben. Wenn man mit Unternehmen spricht und vor allem auch mit internationalen Unternehmen, die in Österreich ansässig sind, dann sagen die ganz einfach, wir lassen uns dadurch nicht einschränken, weil wir brauchen die besten Köpfe, wir suchen nach Qualifikation, nach Leistung, nach Erfahrung aus und wenn die das wert sind oder wenn sie das verlangen, unter Anführungszeichen, da sind wir bei dem, was die Frau Professor Mittelbach-Hörmann sie da vorher erwähnt hat im Bereich der Verhandlung, dann müssen wir das halt auch zahlen. Und das ist der zweite Punkt, haben wir heute auch schon geabhört, sie überlegen aber halt doch immer wieder, vor allem auch Headquarters, die jetzt nicht die Produktionsanlagen etc. in Österreich haben, halt vielleicht auch ins unmittelbare Ausland zu gehen oder Nachbarland zu gehen, wo die Regulatorien halt einfach andere sind. Ja. Ich glaube, der letzte Punkt dieser Gefahr der Abwanderung ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Einerseits, dass überhaupt ganze Headquarters abwandern, auf der anderen Seite aber natürlich, dass uns die besten Köpfe abwandern. Hier liegen wir einfach mit der Schweiz und mit Deutschland, wo die durchschnittlichen Vorstandsgehälter, Geschäftsführergehälter höher sind, auch in einem sprachlichen also sozusagen Wettbewerb, das heißt für dieses jetzt nicht so schwierig in Deutschland und in der Schweiz zu reüssieren. Und man muss ja auch sagen, man sieht an den vielen Auslandsösterreichern, die in diesen Bereichen sind, dass sie dort auch relativ erfolgreich sind. Uns würde dann im Endeffekt die zweite und die dritte Riege bleiben. Und ich weiß nicht, ob das so kontraproduktiv ist. Ich glaube, das Ganze ist sehr stark geführt von einer, leider, die wir doch immer wieder haben, auch in Österreich, Neiddebatte, die wir auch ehrlich gesagt teilweise im Politikerbereich sind. Meiner Meinung nach sind auch die Politiker unterbezahlt in Österreich. Auch hier brauchen wir die besten Köpfe, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Politiker stehen unter einem unpackbaren Druck, müssen wirklich wichtige Entscheidungen, ich meine, wir haben einen Vertreter hier am Podium, tun jetzt nicht Däumchen drehen. Also ich glaube, dass man auch hierüber mal sprechen sollte. Das wäre es eigentlich auch schon noch, vielleicht noch ein Punkt zur Frage der Strukturierung der Managementgehälter. Muss man sagen, man muss sich hier die Komponenten anschauen, muss natürlich ein gewisses Grundgehalt und einen gewissen auch mehr oder weniger Short-Term-Boni kann es schon geben, aber ich glaube, der wirkliche Anreiz sollte wirklich in so längerfristigen Programmen sein. Sind das jetzt entweder Aktienprogramme oder sind das Phantom-Shares? Ich glaube, man sollte einfach das Management quasi zum Unternehmer machen, soll sich auch langfristig an einem erfolgreichen Unternehmen beteiligen und somit
weil das ja, glaube ich, im Endeffekt das Erfolgreichste ist, sowohl für den Manager als auch für den Eigentümer, Unternehmer und langfristig dadurch, dass dann ja hoffentlich damit Arbeitsplätze geschafft werden, auch für die Gesellschaft. Danke. Danke schön. Herr Fritzberg, bitte. Theresa Nies hat etwas angesprochen, was ich vertiefen möchte. Nicht nur die Unternehmen sind im Wettbewerb international, sondern auch die Manager. Und wir haben einen Wettbewerb, dass wir die besten Manager überhaupt in Österreich halten können oder herbekommen. Ich kann mich gut erinnern, als ich vor circa 10 Jahren das erste Mal Vorstände gesucht habe für das Unternehmen, in dem ich als Aufsichtsrat tätig war, habe ich mich gewundert, wir haben so knappe 10 Bewerbungen bekommen pro Job. Und ich habe mich dann trotz aller Bemühungen des Headhunters und dergleichen mehr noch persönlich ans Telefon gesetzt, weil ich einige gute Manager gekannt habe, die ich für fähig gehalten hätte, hier einzutreten. Das war ein Beispiel, ein Wiener, der nach Wien zurück wollte, dem war es nicht einmal wert, von Vorarlberg nach Wien zurück überziehen. Er hat mich ausgelacht, als ich ihm gesagt habe, welches Gehalt wir in diesem halbstaatlichen oder staatlichen Unternehmen ihm bieten können. Ja? Das sind Fakten. Also da verlieren wir in diesen Sektoren die besten Leute, weil sie sich nicht einmal bewerben für das, was wir teilweise anbieten können. Mittlerweile hat sich das etwas gebessert. Aber letztendlich hat es dazu geführt, nicht, wie das Gesetz gesagt hat, 500.000 Euro und daher dürfen wir nur Manager anstellen, die nicht mehr als das verdienen, sondern man hat schauen müssen, wie man gewisse Schablonen, wie sie die nennen, gerade erfüllt, aber trotzdem auf etwas kommt, was dann vielleicht doch noch attraktiv ist, einen Manager zu bekommen. Ich möchte das unterstreichen noch im Verhältnis zur Politik. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die im Nationalrat diese Gesetze machen, auch nur zu 10% eine Relevanz haben für das, was sich in den internationalen Märkten bei Managergehältern abspielt. Und ich traue mich auch zu sagen, bitte um Vergebung, Rudolf Hunsdorfer, es ist nicht relevant, wie viel ein Bundeskanzler oder ein Minister verdient oder ein Nationalratsabgeordneter verdient, dafür, ob ich einen Manager, dessen Unternehmen im internationalen Wettbewerb steht, bekomme oder nicht bekomme. Da können Gesetze beschlossen werden, was man wolle. Es führt höchstens dazu, dass wir vielleicht auch wie Fiat die Standorte nach Amsterdam oder wohin verlegen. Wir haben ja sogar einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Bundesländern dabei. Ich sehe das sehr unterschiedlich in meinem oberösterreichischen Betrieb, der deutlich attraktiver als mein steirischer Betrieb ist, fällt es mir trotzdem noch leichter, Leute zu finden, weil es eine andere Branche ist. Auch die Branchenunterschiede spielen eine Riesenrolle. Und da gibt es sehr traditionelle Branchen, die traditionell sehr viel bezahlt haben, die vielleicht in den nächsten Jahren sich unter Anführungszeichen normalisieren werden und nur mehr Durchschnittsgehälter zahlen werden können. Das sollte man nicht vergessen, dass auch Branchenunterschiede drinnen sind. Ich bringe jetzt 2 Erlebnisse noch dazu. Erlebnis 1, ich war vor einem halben Jahr in Mumbai unter Managern und Unternehmern und da redet mich eine Managerin aus Hongkong an und sagt, was treibt ihr da in Österreich? Eine Freundin von ihr war Analystin und hat die Chance bekommen, in Österreich bei einem namhaften österreichischen Unternehmen einen Job zu bekommen, den hat sie gut gemacht und den hat sie nur so lange machen können, bis einer der Vorstandsmitglieder, weil sie war nicht im Vorstand, draufgekommen ist, dass sie ja mehr verdient als der Generaldirektor. Dann war die Sache beendet, weil das geht ja schon gar nicht. Fakt ist, dass sie in einer Vergleichsrechnung gesagt hat, dass die Bruttokosten für ihr Managergehalt, das sie braucht, um in ihrer Liga entsprechend bezahlt zu werden, in Hongkong eigentlich nicht viel höher waren. Nur das, was der Manager in Österreich herausbekommt netto, da hätte man das Doppelte zahlen müssen, als man in Hongkong für dasselbe Resultat zahlt. Auch das sollte uns ein bisschen zu denken geben. Zur Strukturierung der Managergehälter auch 2 Sätze noch. Erstens einmal, es gibt keine Regelung, die jeglichen Missbrauch ausschließt oder jeden Gestaltungsspielraum, dass man sich so ein bisschen richtet, ausschließt. Egal, ob ich Konzernergebnisse, ob ich Cashflows, ob ich was auch immer für die Bonifikationen heranziehe, es gibt immer Spielraum für das Management.
Damit muss man leben und ich glaube, wir müssen auch damit leben, dass wir Manager brauchen, die entsprechenden Charakter haben. Zweitens, ich halte es für extrem wichtig, langfristigere Komponenten zu verstärken, auch gegenüber den Fixgehältern. Was man dann heranzieht, ist sehr, sehr individuell vom Unternehmen abhängig. Was hat das Unternehmen für eine Situation? Ist es in einem Turnaround? Ist es in einem Rollout? Ist es in was weiß ich was für eine Situation in internationalen Märkten? Dementsprechend müssen auch die langfristigen Anreize unterschiedlich sein. Ein Beispiel kann sein, einen Marktanteil zu erobern. Ein Beispiel kann sein, Anzahl der Produkte, die neu sind oder nicht älter sind als X und Y, weil man damit ja die Perspektive für das Unternehmen auch entsprechend schützt. Also da gibt es, glaube ich, eine breite Range von Möglichkeiten. Wichtig ist aber, wir sollen nicht vergessen, Österreich ist ein Zwergstaat. Österreich ist, was die Wirtschaft betrifft, in Europa so mini. Und wenn wir glauben, dass wir hier die Welt komplett anders erfinden können, als sie läuft, dann werden wir halt keine Manager mehr haben, die gut genug sind, auch in Zukunft Österreich so vorne zu halten, wie es in der Vergangenheit gelungen ist. Danke. Dankeschön. Nachdem die beiden ersten Diskutanten doch sehr gleicher Meinung waren, ist jetzt, glaube ich, herausgefordert, dass der Herr Hundsdorfer direkt antwortet, bevor ich auf den nächsten Diskutanten weitergebe. Ich möchte noch ein paar Dinge versuchen klarzustellen. Die steuerliche Absetzbarkeit, ich habe das damals verhandelt, 2013, 2014, da geht es nicht um Strafe, aber überhaupt nicht. Es geht schlichtweg darum, muss der Staat, der Steuerzahler, 4, 5, 6, 7 Millionen Gehälter mitzahlen oder nicht, Punkt. Um das ist gegangen. Es soll jeder Manager verdienen, was immer er sich aushandeln kann. Die Frage ist nur, durch die steuerliche Absetzbarkeit, zahlt die Allgemeinheit alles mit oder gibt es irgendwo eine Grenze, wo die Allgemeinheit nicht mehr mitzahlt? Und um das ist gegangen, überhaupt keine Strafe, weit entfernt von einer Bestrafung. Und lieber Gerald Fitzberg, schaut er, den, man, ich weiß, bitte nicht jetzt missverstehen, ich wühle nicht in Wunden, ich weiß, du bist nicht mehr im Verbund, aber von den 4 Vorstandsdirektoren haben 3 über 1 Mille und einer ist drunter. Aber auch über die 500. Ja, es sind deine Zahlen, die du verhandelt noch hast. Ja. Was ich damit sagen will, ist, da ging es überhaupt nicht um eine Bestrafung, gar nicht. Das ist nur die Frage, gibt es irgendwo eine Grenze, wo die Allgemeinheit nicht mehr alles mitzahlt? Punkt Ende. Das ist Punkt 1. Punkt 2, darf ich zu dieser Abwanderungsgeschichte. Wir haben mehr internationale Betriebsansiedlungen als je zuvor. Wir sind das 4. reichste Land in Europa. Und dass wir so unattraktiv sind, möchte ich nur 2 Zahlen sagen. Wir haben 92.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unselbstständig beschäftigt aus der Bundesrepublik Deutschland zur Stunde. Wir haben 60.000 Österreicher in Deutschland zur Stunde. Das heißt, so unattraktiv sind wir nicht, weil die 92.000 sind alle Qualifizierte. Da ist kein einziger Hilfsarbeiter drunter oder Hilfsarbeiterin. Das sind alles Personen, die eine Fachkräfteausbildung oder ein Studium haben. Das heißt, so unattraktiv können wir nicht sein. Und ich glaube, wir sollten auch uns einmal fragen, weil auch immer gesagt wird, unsere Regularien, natürlich, wir können täglich besser werden, ist ja gar keine Frage. Aber warum hat Böhringer Ingelheim beschlossen, 700 Millionen mitten in Wien zu investieren? Weil es ein attraktiver Standort ist. Und es wird hochgespielt, dass die Nimitz-Schwedenbombe von Wien auszieht. Es kann es ja nicht sein. Wer sich das Betriebsanlagengelände der Firma Nimitz im 3. Bezirk angeschaut hat, wird verstehen, warum ich 2 Jahre verhindert habe, dass der Arbeitsinspektor hier geht. Nein, was ich damit sagen will, kehren wir... Wenn mich jetzt jemand anzeigt, wie ein Amtsmissbrauch riskiere ich. Was ich damit sagen will, ist, nehmen wir jetzt doch selber ernst. Die Franzosen haben ein Arbeitsrecht, wo du niemand mehr rauskriegst. Das sage ich als ehemaliger ÖGB-Präsident. Weil ich war 3-mal eingeladen in Frankreich von der Regierung, gemeinsam mit den österreichischen Sozialpartnern, um denen zu erklären, was wir für ein Arbeitsrecht haben.
das öffentliche Vergaberecht in Italien, Sie gestatten? Ich sitze bei einer österreichischen Firma, die in Italien eine Tochter hat, in einem Verwaltungsrat. Soll nicht verboten sein für einen ehemaligen Gewerkschafter. Jede Auftragsvergabe dauert 2 Jahre. Minimum. Minimum. Ich habe auch in Österreich zu verantworten gehabt, die größte IT-Ausschreibung, die dieses Land hat, alle 10 Jahre, das ist die IT-Vergabe des Arbeitsmarktservices. Die habe ich zu verantworten gehabt, politisch. Darf ich Ihnen auch eines sagen? 4 Jahre haben wir gebraucht. Aber nicht, weil wir zu blöd waren, sondern weil sich ungefähr 30 der größten Rechtsanwaltskanzleien dieses Landes gegenseitig gut verdient haben. Weil alles ist beansprucht worden. Jeder Beistrich. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen besser werden. Ja, wir müssen rascher werden bei gewissen Fragen. Gar keine Frage. Es beginnt bei der Flächenwidmung und. Da müssen wir rascher werden. Da stehe ich überhaupt nicht an. Aber tun wir uns doch nicht selber immer geißeln. Ja, wir haben Schwächen, aber wir haben verdammt viel Stärken. Weil sonst wären wir nicht viertreichstes Land dieses europäischen Kontinents. Und bei Hongkong, den Vergleich sei mir gestattet. Wie viele Leute in Hongkong sind sozialversichert? Wie viele Leute in Hongkong haben ein Problem mit der Krankenversicherung? Tun wir das einmal bitte alles in eine Relation setzen und schauen wir uns eine Gesamtheit eines Landes an. Weil dass wir da oder dort, ja, wir haben Probleme mit der Rot-Weiß-Rot-Card, gar keine Frage. Wir haben diese Themen, aber trotzdem haben wir die Firma Infineon in Villach, die Mitarbeiter aus 50 Nationen hat und in ihrem Bereich Weltmarktführer ist. Dankeschön. Dankeschön. Sofort, Herr Fritzberg, wir müssen aufpassen. Zwei Anmerkungen zur Diskussion. Das kalkulierte Experiment ist aufgegangen, indem wir zwei pointierte Personen eingeladen haben. Das Zweite sei aber auch angemerkt, Herr Minister, die Frau Kollegin Mittelbach-Hörmannseder hat es in ihrem Vortrag vielleicht nicht ganz deutlich gesagt, es zahlt immer der Bürger. Immer. Denn entweder zahlt das über die Steuern oder er zahlt es über den Preis. Das muss uns natürlich klar sein. Einziger Unterschied, gebe ich Ihnen schon recht, wenn er es über den Preis zahlt, kann er es aussuchen, ob er es konsumiert. Aber das, ja. Wenn es ganz, ganz dringend und knapp ist, Herr Fritzberg, aber knappest. Lieber Rudolf Hunsdorfer, ich mache mir... Das war schon zu lang. Ich mache mir keine Sorgen um die Sozialversicherung von Managern in Hongkong. Wir reden hier über Managergehälter und nicht über das andere. Außerdem weiß ich nicht, welche Linie, zumindest bis vor kurzem, Frankreich als das große Vorbild immer dargestellt hat, aber interessant. Nur zu dem Thema der 500.000, entschuldige bitte, wir machen damit nur das Managementgehalt noch teurer für das Unternehmen und das ist der einzige Erfolg. Es hat sonst null Auswirkung. Ja. Das steht dann nicht dafür. Sorry, ich war kurz auf. Das heißt, wir können in dieser zweiten Runde feststellen, es gibt einen Dissens, akademisch ausgedrückt, dass durch Regulierungsmaßnahmen eine Gefahr der Abwanderung besteht. Also da gibt es einen Dissens. Ansonsten sehe ich auch bei den beiden letzten Diskutanten, also den beiden Unternehmern-Diskutanten, dass sie ebenfalls den Markt als relevant ansehen und vor allem die Beteiligung des Managers am Unternehmen, in welcher Form, das muss ja nicht nur direkte sein. Und etwas ist auch herausgekommen, was die Frau Kollegin May-Bochtler angesprochen hat, was ganz wesentlich erscheint, ist mir ganz wichtig, weil das sonst untergeht und auch die beiden nach ihr diskutierenden Charakter, menschliche Anforderungen an den Manager, also eine ganz große Bedeutung, vielleicht schaffen wir es noch darauf zurückzukommen, wie weit man das auch in Zahlen gießen kann. Die beiden Fachexpertinnen und Experten, die Frau Kals und der Herr Miller, haben jetzt für die erste Runde das jeweilige Schlusswort. Habt ihr euch ausgemacht, wer das macht? Wer als Erster macht?
wenn ich nur ein paar Worte dazu sagen kann, es ist ein paar Mal schon gesagt worden, eigentlich haben wir gesellschaftsrechtlich fast keine Regelungen. Die GmbH hat keine Regelung für die Vergütung. Und es ist auch ganz klar, warum. Weil die Zuständigkeit bei den Eigentümern liegt. Das ist die Generalversammlung, und die Generalversammlung der Eigentümer braucht keine Regelungen, was er seinem Manager, seinem Geschäftsführer zahlt. Warum wir in der Aktiengesellschaft eine Regelung haben, ist auch ganz klar, weil die Zuständigkeit eben beim Aufsichtsrat liegt. Der Aufsichtsrat ist der erste Fremdvermögensverwalter. Er ist nicht der Eigentümer. Und eigentlich kriegt der Aufsichtsrat keine starke Vorgabe. Der Herr Bertel hat das ja vorher vorgelesen. Das ist eigentlich nur ein Regelungsauftrag, dass du die Leistung des Managers, dass du die Lage der Gesellschaft und ein bisschen die Üblichkeit im Blick behalten sollst. Und dann sollst du, und das ist seit 2012 neu, auf Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung Bedacht nehmen. Das ist aber ein Regelungsauftrag, der an den Aufsichtsrat geht. Und eigentlich da liegt der maßgebliche Schlüssel. Der Aufsichtsrat als Organ soll sich damit beschäftigen, was er und nach welchen Kriterien er seinen Managern bezahlen will. Und ich glaube, da ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass sich die Aufsichtsräte als Gesamtgremium hier einmal beschäftigen sollen, eine klare Vergütungspolitik und eine klare Linie für ihr Unternehmen festlegen sollen. Und es sollte klar sein, welche Kriterien für uns wichtig sind, und es sollte nicht hinter verschlossener Tür nur vom Aufsichtsratsvorsitzenden mit dem konkreten Vorstand gemacht werden, sondern die Grundlinien sind Angelegenheit des Gesamtgremiums. Es ist zwar möglich, und das ist in den meisten Gesellschaften, wird es auch sinnvollerweise gemacht, dass es einen Personalausschuss gibt. Aber ich halte es für wichtig, dass zunächst einmal die Grundlinien klar sind. Und ich halte es auch für wichtig, dass das Gesamtgremium es weiß, was und wie die Bezahlung für den Vorstand zustande kommt und was die Kriterien sind. Was sind die Anreizkriterien? Und ich halte es für wesentlich, dass er das vorher weiß, der Gesamtaufsichtsrat, bevor die Bestellung vorgenommen wird. Nämlich, das ist ein Gesamtpaket, und nicht dem bestellen wir und nachher verhandeln wir das, und zwar zu zweit oder zu viert. Und das ist eigentlich etwas, was das Aktienrecht vorgibt, was nicht immer gelebt wird. Und wenn das gemacht wird, dann haben wir schon einen ersten Sounding Board, nämlich den Gesamtaufsichtsrat, der das ein bisschen einmal hinterfragt. Und wenn er selbst mitverantwortlich ist für die Kriterien, dann wird das zunächst einmal diskutiert und wird einmal darüber gesprochen. Und da liegt eigentlich der Schlüssel des § 78 Aktiengesetz, diesen Regelungsauftrag tatsächlich lebendig zu machen. Ich glaube, in privat geführten Gesellschaften und in Gesellschaften mit privatem Eigentum funktioniert das auch ziemlich gut. Herr Fritzberg, Sie hatten natürlich das öffentliche Eigentum mit der sehr verzerrenden Norm der Schablonenverordnung. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist lebensfern. Aber das ist das Misstrauen an das öffentliche Eigentum, an den Politiker als Eigentümer, der eben hier nicht nur den verantwortlichen Eigentümer gibt, sondern leider den politischen mit verzerrenden Einflüssen in Unternehmen hineinregieren. Ich glaube, wir brauchen eine neue Diskussion für öffentliches Eigentum, dass eben hier die Verantwortlichkeit für Eigentum weg von parteipolitischem Einfluss ist. Durchaus öffentliches Eigentum, aber mit Eigentümerverantwortlichkeit. Ich sehe also, wir brauchen den 78er nicht zu ändern. Wir müssen ihn nur neu füllen und die Sorgfaltsverantwortung des Aufsichtsrats hier eben lebbar machen, und dass wir das aber auch im Aufsichtsrat lassen und die Entscheidung im Aufsichtsrat lassen und dann darüber berichten. Es ist heute vorhin schon die Aktionärsrichtlinie genannt worden. Es war in Europa eine lange Diskussion. Soll diese Frage der Managervergütung in die Hauptversammlung eben delegiert werden oder verschoben werden? Ich halte das für vollkommen falsch. Dort ist es eine emotional geprägte Diskussion, die dort nichts verloren hat. Sie soll im Aufsichtsrat bleiben mit einer Verantwortungsverantwortung, transparenten und nachvollziehbaren Berichterstattung. Vielen Dank. Danke. Aslan Miller. Ja, mir bleibt bei der Diskussion nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte allerdings noch einmal auf etwas hinweisen, das uns allen bewusst sein soll.
Wir leben tatsächlich, das stimmt, ihr habt recht, im viertreichsten Land in Europa, dass wir trotz der vielen Regularien und trotz der vielen Steuern so leistungsfähig sind, zeigt, wie toll wir wirklich sind. Und wie viele Kräfte wir noch frei machen könnten, wenn wir ein bisschen, ich bin nicht massiv, aber ein bisschen zurücknehmen können. Und das Thema Vergütung, jetzt leite ich über zu dem eigentlichen Thema heute, wenn wir den Managern Geld zahlen und uns dann fragen, ob sie das Geld, das sie bekommen, auch verdienen. Dazu gibt es auch, geschuldet der Komplexität, die wir in Österreich haben, eine C-Regel 27 im österreichischen Corporate Governance Codex. Das ist jener Kodex, der von börsennotierten Unternehmen eingehalten werden sollte. Und da gibt es hinsichtlich der Vergütung von Vorständen folgende Regelung. Die Vergütung enthält fixe und variable Bestandteile, soweit so gut. Die variablen Vergütungsteile knüpfen insbesondere an nachhaltige, langfristige und mehrjährige Leistungskriterien an, beziehen auch nicht finanzielle Kriterien mit ein und dürfen nicht zum Eingehen von unangemessenen Risiken verleiten. Also ich denke, das fasst zusammen, was wir heute schon am Podium diskutiert werden. Es gibt da noch ein paar Hinweise, wie diese messbaren und betraglichen Kriterien und Prozentsätze zu berechnen sind. Das Spannende ist der Schlusssatz. Es ist vorzusehen, dass die Gesellschaft variable Vergütungskomponenten zurückfordern kann, wenn sich herausstellt, dass diese auf der Grundlage von offenkundig falschen Daten ausgezahlt wurden. Das bedeutet, wir schreiben uns hier eine Regel, jetzt bin ich etwas provokativ, machen das dann so kompliziert, dass wir das Risiko haben, dass die Berechnung nicht passt und man das Geld wieder zurückfordern muss. Das ist für unseren Berufsstand als Wirtschaftsprüfer angenehm, weil wir in vielen, vielen Aufträgen für den Aufsichtsrat diese komplexen Berechnungen nachvollziehen müssen und ihm auch die Sicherheit geben, dass genau das, was hier steht, nicht passiert, nämlich dass das auf offenkundig falscher Datenbasis ausbezahlt worden ist, ist an sich okay für uns als Beruf, aber aus der Vogelperspektive betrachtet, zeigt es, dass es uns schon gelungen ist, und das ist meine statistisch natürlich nicht nachweisbare, nur subjektiv gefühlte Wirklichkeit. Wir haben es geschafft, in den letzten Jahren sehr komplexe Vergütungssysteme in diesem Bereich zu haben, und da plädiere ich dafür, wieder einen Schritt zurückzumachen und das auf etwas einfachere Basis zu stellen. Also wie die Euphorie mit den Stock Options kommen, dass dem anglosächsischen Bereich gekommen sind, haben wir Stock Options Pläne zu beurteilen gehabt, wo du eine Weile brauchst, um überhaupt zu verstehen, wie diese ganzen Hurdles und diese Berechnungsparameter zu bemessen sind. Gutachter haben also viel Geld damit verdient. Wie dann die Aktienkurse nicht die richtige Richtung genommen haben, hat sich dieses Instrument etwas relativiert. Und heutzutage, und das ist das, womit ich enden möchte, sollten wir die Frage der langfristigen und nachhaltigen Unternehmensentwicklung uns genauer anschauen. Und wenn wir schon Gehirnschmalz in die Berechnungen, auch in die finanziellen stecken, sollten wir sie eigentlich mehr auf die kreative Frage richten, was sind gute, nicht finanzielle Kriterien, mit denen man einen Manager messen kann, nämlich langfristig und nachhaltig. Da gibt es Dinge wie Diversität, Forschung im Unternehmen, Mitarbeiterzufriedenheit, Umwelt und andere Standards einhalten. Alles Dinge, die notwendig sind, um ein Unternehmen heute so aufzustellen, dass es auch mit den Herausforderungen in den nächsten Jahren gut umgehen kann und auch die richtige Mischung hat. Das ist schwieriger, es nachzudenken, da hier Instrumente zu finden, aber es ist notwendig und besser als an kleinen finanziellen Kriterien und Daten, auch abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, ein hochkomplexes mathematisches Modell zu machen. Also dort würde ich mehr Kreativität mir hineinwünschen und würde mir wünschen, dass dann die Debatte über die Managergehälter in einer Weise geführt wird, dass wir transparent, und da hoffen wir, dass diese Aktionärsrichtlinie einen Beitrag leistet, das offenlegen und allen erklären, und dann sollte ein Wettbewerb jener Unternehmen entstehen, die sehr intelligente und nachhaltig orientierte Vergütungsmodelle für ihre Manager haben. Das würde ich mir wünschen. Unsere beiden letzten Diskussionsteilnehmer haben sehr zentral den Begriff Transparenz noch hereingebracht. Ich glaube, den können auch alle zustimmen, nämlich die Transparenz innerhalb des Aufsichtsrates einerseits, aber auch die Transparenz des Zahlenwerkes oder der
Performance-Kriterien, die bei der Beurteilung eines Managers zugrunde gelegt werden. Und Herr Miller ist ja noch einen Schritt weiter gegangen und hat etwas angesprochen, was uns derzeit wissenschaftlich, gerade die Frau Mittelbach-Hörmann-Seder, ganz zentral in dem Forschungsgebiet bewegt. Das ist die sogenannte Reporting über Corporate Social Responsibility, also über die Gesamtverantwortung eines Unternehmens und damit des Managers der Umwelt gegenüber. Wir haben damit eine erste Runde beendet. Das ist ja Diskussion. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen. Bitte, Herr Kollege. Warten Sie, Sie kriegen ein Mikrofon. Kurz, unpolitisch, sachlich. Jawohl. Ich möchte gerne einen Bezug nehmen auf das Thema Risiko. Also man muss ja schon sagen, ein Manager setzt sich eigentlich in ein gemachtes Nest, macht dort seine Sachen und wenn es nicht hinhaut, dann zieht er halt weiter zum nächsten Nest und kann dort unglaublich viel verdienen. Und wie ist das zum Beispiel vertretbar gegenüber jungen Unternehmen, die mindestens genauso viel leisten wie ein Manager? Die haben aber das Risiko, dass sie selbst scheitern, die hängen damit ihre Existenz dran. Also wie kann ich das vertreten gegenüber kleineren Unternehmen, dass Manager unfassbar viel verdienen und als kleiner Unternehmer gehe ich vielleicht leer aus? Haben Sie jemanden Bestimmten jetzt im Fokus, den Sie das fragen? Möchte jemand? Bitte, Herr Fritzberg. Mir ist es egal, ich muss nicht mehr gewählt werden. Ich habe gesagt, Herr kurz, Kollege, sachlich, unpolitisch, gilt auch für Sie, Herr Fritzberg. Ich gebe Ihnen ganz recht. Ich glaube, dass wenn man hier amerikanische Vergleiche heranzieht, dass das in unserer Gesellschaft in Europa eigentlich wirklich nichts verloren hat. Also mit den Relationen will ich in Europa nichts zu tun haben. Das ist zu viel, das hat überhaupt nichts mehr mit irgendeiner Leistung zu tun. Das ist ein Auswuchs eines extremen Marktverständnisses, für das ich eigentlich nichts übrig habe. Aber es muss der Leistungsanreiz so sein, dass es dafür steht, sich abzurackern und etwas zu tun. Ich gebe Ihnen auch recht, ein Jungunternehmer setzt seine ganze persönliche Zukunft aufs Spiel, deswegen wird er auch Unternehmer und Gott sei Dank finden sich immer mehr, sogar in Österreich, die dieses Risiko auf sich nehmen und damit haben wir auch immer wieder eine gute Zukunft. Das Risiko des Managers ist, dass er seinen Job verliert oder schlicht und einfach auch keinen Job mehr findet. Aber da ist das Risiko von Leuten, die in die Politik gehen und damit ihren Namen verlieren, größer, sage ich euch. Ja? Weil wenn man in der Politik angestreift ist oder was, dann wird es nicht leicht. Ich rede wirklich dem Kollegen Hunsdorfer nicht zuwider. Ich bin der Meinung, Manager sollten am Risiko indirekt beteiligt sein, indem der Prozentsatz, den sie an langfristigen Erfolgen haben, an einer nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens deutlich angehoben wird, weil kurzfristige Erfolge kann man erben, das ist überhaupt kein Kunststück, bin ich bei Ihnen, aber mit langfristigen Zielen, die auch messbar gemacht werden, und das ist das Problem, geht's. Ein Problem besteht, Herr Professor Bertl, natürlich bei den notwendigen qualitativen Vorgaben für den Vorstand. Letztendlich kommt es damit zu einer subjektiven Bewertung. Ja. Mein Stellvertreter hat einmal den Begriff wieder hervorgeholt, hat gesagt, ein gewisser Teil eines Vorstandsgehaltes sollte doch noch der Gutsherrenmentalität unterliegen, nämlich der Beurteilung des Eigentümers, wenn er in einer GmbH ist oder wessen auch immer, der sich als Eigentümer fühlt, um zu sagen, du hast deinen Job gut gemacht, du hast dafür gesorgt, dass wir Perspektive haben. Also es bleibt aber mit dem Nachteil behaftet, dass es natürlich eine subjektive Beurteilung der Aufsichtsräte oder der Eigentümer ist. Sorry, danke. Darf ich da gut ganz kurz nur was zu den Jungunternehmen? Ich glaube, was in Österreich noch zu wenig ist, das sieht man viel mehr in Amerika, ist, dass Jungunternehmer auf der einen Seite haben sie haben ein Risiko, wenn es gut geht, ist das natürlich für Sie sehr positiv. Das Problem haben wir in Österreich, wenn es negativ ist, also wenn es nicht gut geht. Und in Österreich haben wir noch immer keine Kultur des Scheiterns. In Amerika sind Leute, die einmal durch so etwas durchgegangen sind, eigentlich sehr, sehr gefragt, weil sie aus dem auf jeden Fall gelernt haben. Und ich glaube, wenn wir das in Österreich schaffen, dass wir diese Kultur des Scheiterns und dass das eigentlich unter Anführungszeichen zum Marktwert beiträgt, dann haben wir da auch schon viel gewonnen. Ich würde
würde auch gerne hier einsteigen zur Frage, was ist eigentlich die Rolle eines Gründungsunternehmers und was ist die Rolle eines Managers? Die sind ja sehr, sehr unterschiedliche Rollen. Ja? Der Manager führt ein Unternehmen normalerweise, bei dem man schon weiß, was die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind. Und diese langfristigen Erfolgsfaktoren, das ist eigentlich das, was Aufsichtsräte viel stärker machen müssten, ist wirklich zu verstehen, was sind die Treiber des langfristigen Erfolges, was sind die langfristigen Werttreiber eines Unternehmens. Das sehe ich aber viel zu selten gemacht, dass man wirklich analysiert, und das ist, glaube ich, auch etwas, wo auch in der akademischen Welt das sicherlich stärker geforscht werden muss, wie können wir das wirklich viel transparenter machen, ja? Wie können wir wirklich auch die Manager daran messen, dass sie diese langfristigen Faktoren tatsächlich angehen. Thema Diversity wurde schon genannt, Thema Innovationsrate, Thema Zusammenhalt, Thema Kultur. Ja, da gibt es etliches, was man nicht so am Ergebnis des nächsten Jahres festmachen kann. Und das muss ein Manager wirklich angehen. Der Gründungsunternehmer, der hat eine andere Rolle. Der muss einfach die Idee erstmal, er muss das Ei zum Schlüpfen bringen. Ja? Das ist jetzt wirklich was anderes. Und natürlich gibt es ein großes Risiko und natürlich müssen wir auf jeden Fall sehen, dass diese Gründungsunternehmer, die scheitern, auf jeden Fall die nächste Chance bekommen. Was ja sicherlich bei uns weniger der Fall ist, aber sie können dann ins Ausland gehen, wo die auch sehr gefragt sind. Ja? Als gescheiterte Unternehmer ist man sehr, sehr gefragt, weil man weiß, der hat zumindest mal den höheren Teil der Kosten schon mal für sich in Anspruch genommen, um zu lernen. Danke. So, wir haben jetzt drei Wortmeldungen in der zweiten Reihe, nicht mehr, in der dritten Reihe, Herr Kollege. Ja. So. Danke. Ich fühle mich ein bisschen angegriffen von Monsieur Gilbert Fritz-Werk über die Politiker und die Wirtschaft. Ich bin Parlamentarier in Frankreich und Sie. Niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt, aber ich wollte Ihnen zwei Bemerkungen machen, ganz kurz. Sie haben gesagt, ja, im Parlament, die werden diskutiert über die Managergeld und so weiter. Die verstehen nicht davon. Ich glaube, Sie hören Sie. Es gibt im Parlament viele Leute, die sehr gut verstehen, wie das funktioniert, die Relation zwischen Wirtschaft, Sozial und Politik. Ein Beispiel. In Frankreich, in dem Parlament, wo ich bin, ihr habt Eigentümer von Dassault. Serge Dassault ist Mitglied meines Parlaments. Und er kennt sich sehr gut aus mit der Wirtschaft und kann gut entscheiden. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, Sie haben gesagt, wer einmal die Politiker da drinnen sind, die sind aus und so weiter. Ich war mit der Minister in Frankreich, haben wir uns getroffen bei dieser Sitzung, was wir in Frankreich gehabt haben, über die Sozialleistung von der französischen Stadt und der Wirtschaft. Das hat gut funktioniert, wir haben gut verstanden. Jetzt ist das Problem, was wir haben und sie nicht haben, dass die Gehälter, die Manager gelten, sind für uns eine Diskussion auf eine andere Art. Und zwar, weil die Medien ganz hoch spielen über die Gehälter von den Manager, ganz groß, soweit das kann sozial Unruhe bringen. Das ist gestartet mit dem Chef von Renault. Er hat zwei Gehälter. Einen von Renault, einen von Nissan. Die von Renault, ich glaube, sind 12 Millionen plus die Aktien und so weiter. Und Nissan ist 16 oder dazu. Das ist natürlich für die Leute, die Angestellte sind von Renault, eine Horror, wenn die sehen, dass der Chef gewinnt so viel. Nur, die wissen nicht, dass er hat das gemacht, die Verbindung zwischen Renault und Nissan. Das ist ein Dank. Er ist dafür bezahlt, natürlich. Nissan kann Renault kaufen morgen. Die sind reich genug, um Renault zu kaufen morgen. Aber Gott sei Dank, das ist eine Firma, die zusammen funktioniert, wo der Sitz in Amsterdam ist, natürlich. Und da ist das Problem. Das Problem, die Gehälter, Managergehälter, ich finde das ganz gut. Ich weiß, die Politiker sind sehr schlecht bezahlt. Gehen Sie nicht in die Politik, gehen Sie in die Wirtschaft. Das wird viel besser. Die Gehälter von den Politikern sind null im Vergleich mit den Managern. Aber ich bin nicht eifersüchtig dafür. Das ist ganz gut. Und ich finde das gut, dass die Manager, die gut funktioniert, das ist gut für die Wirtschaft und gut für das Land. Ob in Österreich oder Frankreich, ist genau dasselbe. Aber die Gefahr,
ist, dass diese Sozialunruhe, und deswegen muss man eine Lösung finden. Und das Porsche-Beispiel, das hat der General de Gaulle die Partizipation gesagt, die Aktien an die Eigentümer, dass die Eigentümer einen Teil der Eigentum geben an die Angestellten. Es gibt viele Lösungen. Und Arbeitsrecht, klagen Sie nicht mit für Österreich, wir haben ein Arbeitsrechtsgesetzbuch von 2500 Seiten. Niemand versteht, die Parlamentarier auch nicht und die Rechtsanwälte auch nicht. Das ist so kompliziert, dass die haben in großen Firmen extra Leute angestellt, nur um das zu studieren. Ein PIW ist auch dabei. Danke. Danke. Wobei gerade Ihr letzter Satz eigentlich zeigt, dass Überregulierung sogar neue Arbeitsplätze schafft. Ne? Herr Magister Kandler, dann Herr Hillinger. Ich würde gerne die Frage an unsere Hauptreferentin ein bisschen richten, aber natürlich andere auch gerne. Wir haben jetzt auch ein bisschen das Thema gehabt, Short-Termism, also die frühere Welle, so quasi Börsekurs und Kurs. Beeinflussung. Jetzt kommt ein bisschen der Short-Term-Gedanke auch bei Boni und da und Excessive Compensation und da insbesondere die Clawbacks, die ja schon angesprochen wurden. Wenn so ein Sportler aktiv ist, dann kriegt er seine Punkte und seine Prämie für die Punkte und wenn er siegt, kriegt er das Sieggeld. Da muss man normalerweise nichts zurückzahlen, das ist relativ klar, die Werbeverträge haben Klauseln, die laufen bald einmal aus. Die Frage, die sich stellt, ist, was ist bei einem Manager? Wann muss er zurückzahlen? Okay, wenn die Bilanz, die er selber aufgestellt hat und die Basis für die Bonusberechnung war, falsch ist. Ich hoffe, das ist relativ trivial. Aber was ist, wenn er eine, hatten wir gerade vor kurzem, eine katastrophale Outsourcing-Entscheidung trifft und der Laden oder die Fluglinie ist ein bisschen lahm? Na, kurzfristig verbessert das vielleicht sein Ergebnis, aber danach schaut es schlecht aus. Und jetzt natürlich Aufsichtsrat und Verstand und öffentliche Anerkennung, aber die Frage doch ein bisschen an Sie, wann verdienen es Manager eigentlich, dass sie von dem zu viel etwas zurückgeben? Wann ist da die Grenze oder wo kommen wir dahin? Danke. Ich glaube, einerseits sollte man berücksichtigen, dass, wenn Sie sagen zurückgeben, der Manager über die Lohnsteuer, die er bezahlt und wenn wir von den, wie wir Sie gesagt haben, hochbezahlten Managern sprechen, doch 50% seines Einkommens zurückgibt. Und was Sie ansprechen, unmoralisches Verhalten und dergleichen, ich glaube, das haben Sie auch schon angesprochen, das gehört ins Strafrecht und das sind dann gerichtliche Entscheidungen, die zu treffen sind, was zurückgezahlt gehört. Und am Ende, wir haben darüber gesprochen, dass der Aufsichtsrat seiner Pflicht nachkommen sollte und wenn es große Entscheidungen sind, hat ja auch der Aufsichtsrat entsprechend mitzureden und die Frage ist dann auch, was sind die Konsequenzen eigentlich dann auch für den Aufsichtsrat? Wir, und ich glaube, das haben wir im Podium aber auch sehr gut gesehen, dass diese einseitige Betrachtung der Manager oftmals, wir haben hier gerade gehört, dass die Medien in Frankreich die Diskussion sehr stark treiben, wir haben in Österreich auch eine ähnliche Situation. Es sind die Medien, die sehr stark auf Vorstände und auf Manager gehen und es ist viel komplexer und nicht so einseitig. Das heißt, Fehlentscheidungen, hier zu sagen, Manager zahlt zurück und wann soll er zurückzahlen, ich glaube, das ist etwas, was vorab schon über den Aufsichtsrat und entsprechende Maßnahmen reguliert werden sollte. Ich würde gerne darauf kurz eingehen, weil einer der CEO von der Credit Suisse hat ja einen Aufstand bei seinen Investmentbankern ausgelöst, als er gesagt hat, er würde gerne ein Bonus-Malus-System einführen. Er würde gerne gerade bei den sehr stark variabel entlohnten Investmentbankern würde er gerne ein System einführen, dass man tatsächlich Bonus-Malus über die Zeit hat. Das ist auch bei BCG ist es so, dass wir immer, wir haben ja nicht einen Bonus, das nur auf das bestehende Jahr ist, das ist immer, wird über 3 Jahre ja berechnet, so dass man tatsächlich in der Tat auch einen Pool hat, aus dem man wieder den Malus abziehen kann. Also es geht nicht in das Grundgehalt. Ja. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man durchaus überlegen muss. Und ich glaube insgesamt, ja, das geht zurück auf die Frage, Was ist die Leistung, die man erzielen will bei einem Mitarbeiter, bei einem Manager, auch bei einem Sportler? Da muss man sich immer überlegen, was ist die Leistung, die ich erzielen will und was sind die Faktoren, die diese Leistung ausmachen und wie kann ich die
Entlohnung daran festmachen. Und darüber muss man sich sehr viel mehr Gedanken machen, das viel transparenter machen. Und das ist meines Erachtens wirklich die Hauptaufgabe eines Aufsichtsrates, dass man da wirklich diese Struktur klar macht und auch kommuniziert. Was erwarte ich und wie ist das über die Zeit und wie kannst du daran partizipieren im Positiven und im Negativen? Ehlinger. Jetzt muss ich vorweg fragen, ist jemand vom Rechnungshof hier? Gut, dann bin ich derjenige Vertreter hier, der die öffentliche Finanzkontrolle repräsentiert. Ich bin der Direktor des Salzburger Landesrechnungshofes, aber erst nach der Ära von der Frau Ratgeber, also sprich, ich habe mit dem damaligen Zustand nichts zu tun. Das Zweite ist, ich fühle mich deswegen berufen, ein paar Worte zu sagen, ich bin quasi Partialsteirer. Ich habe in Graz studiert, Herr Professor Bertl ist mein Diplomvater, Stefan Bichler, den zähle ich zu dem kleinen Kreis meiner besten Freunde. Herrn Bundesminister Hunsdorfer kenne ich deswegen indirekt, weil ich habe den Käufer beraten. Den Herrn Miller kenne ich deswegen, weil ich bei PwC gearbeitet. Die Frau Professor Karls kenne ich von meiner Steuerberaterausbildung. Und die anderen Damen und Herren habe ich noch nicht das Vergnügen, aber vielleicht wird es noch. Aber sie sind noch nicht im Salzburger Eigentum. Aber ein paar Anmerkungen sind einfach aus meiner Sicht notwendig, weil ich nicht immer ganz Ihre Meinung teilen kann. Herr Bundesminister, ein Manager verdient auch nicht von seinem Beginn des Lebens oder von seinem Arbeitsleben bis zum Schluss das große Gehalt. Sportler machen es am Beginn. Ich kenne wenige Manager, die jünger sind als 45. Die paar wenigen Ausnahmen, die gibt es, aber die Mehrheit ist älter und das dauert meistens auch nur 10 Jahre. Das Zweite ist, Herr Fritzberg, Österreich ist nicht deswegen so beliebt bei den Managern, wenn sie vom Ausland kommen, weil das Sozialsystem so gut ist, sondern weil die Lebensqualität hier entscheidend ist. Ich habe in einer internationalen Bank auch gearbeitet und die Manager gingen nach ihrer Tätigkeit zurück in ihr Heimatland, aber in der Pension kamen sie wieder nach Österreich. Und deswegen kommen die Leute nach Österreich. Und dann, Frau Nies, 2 Dinge. Erstens, danke, dass Sie Politikern mehr Gehalt zustellen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Manager sind Politiker und Politiker sind Manager. Ein Staat ist ein Unternehmen im Endeffekt. Wir haben noch ein Problem, die Rechnungslegung ist ein bisschen holprig. Ja, da müssen wir noch viel tun dazu. Noch. Aber, ja, da haben wir noch, glauben Sie mir, ich spreche wir aus arbeiten. Erfahrung. Und das Zweite ist, der Effekt der Besteuerung der Gehälter für Spitzenmanager über 1 Million Euro, wenn ich mich recht erinnere, der Ertrag daraus, also die 5 Prozentpunkte, ja, sind ein bisschen weniger als der Ertrag, den man bekommt, wenn man die Kapitalertragssteuer auf Dividenden von 25 auf 27,5% erhöht. Das war ein kleiner interessanter Verfassungsgriff, den man damals gemacht hat. Und damals war möglich, hier diese Besteuerung höher durchzuführen. Ich habe gesagt, ich brauche kein großer Rechenkünstler sein. Die Bemessungsgrundlage für die Manager wird ein bisschen kleiner sein als die Berechnung für die Dividenden. Also hiermit ist mein Statement beendet. Die Frage dazu ist eigentlich der Versuch, mir zu replizieren, oder ich danke Ihnen fürs Gehör. Danke, Ehlinger. So, wir müssen jetzt auch auf die Zeit schauen. Ich habe noch 2 Wortmeldungen jüngerer Teilnehmer, wenn ich das richtig sehe. Also Sie erkenne ich als jünger, auch jünger. Gut, dann bitte die beiden letzten Wortmeldungen. Der Herr hat mir eigentlich schon meine Frage gewissermaßen aus dem Mund genommen, aber ich würde sie dann doch noch ein bisschen anders formuliert vielleicht an die Herren und Damen richten, die den Standpunkt vertreten haben, dass diese Besteuerung den Standort, den Wirtschaftsstandort Österreich benachteiligt, dass Manager dann in anderen Ländern befördert werden. Meinen Sie, dass diese 25% plus diese 5% zusätzliche Einkommenssteuer, um es jetzt nicht sonderlich schön zu formulieren, das Kraut fett machen, ist das ein Nachteil, der zu beachten ist, wenn man jetzt den Wirtschaftsstandort Österreich gut positionieren möchte in Europa? Oder gibt es nicht viele andere Faktoren, die schlussendlich dazu führen werden, dass sich genau nichts verändert und das Steueraufkommen in Österreich ansteigt? Danke. Bitte. Vielleicht antworte ich darauf. Also ich glaube, dass es natürlich, wenn man das einzig und allein und von allem losgelöst sieht,
ich glaube, das darf man so nicht, ja, sondern es ist halt wieder ein Mosaikstück dazu, um den Unternehmern bzw. Managern zu zeigen, dass sie eigentlich nicht wahnsinnig beliebt sind, sprich um die Neiddebatte zu schüren. Ja? Und das halte ich für kontraproduktiv, weil eigentlich sollten wir sie mit offenen Armen empfangen, um ehrlich zu sein. Und ja, ich gebe Ihnen natürlich recht, wir wissen alle, warum die 55% gemacht wurden. Ja? Ich sage nur, als Zeichen und als Symbolik, ja, nach außen kommt ja nur der Spitzensteuersatz, wurde angehoben. Es erklärt ja niemand, was deswegen ist, weil nur die Hälfte quasi davon die Käste sein kann. Also der Maximalbetrag der Käse sein kann. Und insofern, das, glaube ich, ist nicht wahnsinnig produktiv. Ja? Also vielleicht, ja, also ich glaube, allein gesehen, weiß ich nicht, ob so viele nur deswegen abwandern. Es ist eher das Ganze drumherum, das Setting des, des Standings, des, des Herr Miller? Oder? Ich würde auch gerne also betonen, auch was gesagt wurde. Österreich ist natürlich sehr attraktiv und hat wunderbare andere Gründe, weswegen man sich hier ansiedelt und Arbeitsplätze schafft. Trotzdem, wenn wir jetzt perspektivisch für die nächsten 10 Jahre sehen und sagen, was sind denn die Arbeitsplätze, die wir noch in den nächsten 10 Jahren aufbauen werden? Das werden sehr qualifizierte, auch, ich sag mal, relativ teure Arbeitsplätze. Wir wollen ja mehr qualifizierte und wohlverdienende Leute hier haben. Und da zählt natürlich schon die Überlegung, wo werde ich die marginalen zusätzlichen Leute einstellen. Und wenn für die Leute, für die Unternehmen, die global tätig sind oder zumindest europaweit tätig sind, ist immer die Frage, werde ich jetzt die nächsten Top-Programmierer, die nächsten AI-Experten, die nächsten Top-Anwälte, die nächsten Top-Berater, werde ich die in Österreich ansiedeln oder woanders? Ja? Und diesen Trade-off, in diesem Trade-off zählt auch dieses Element, es ist nicht das einzige, Gott sei Dank, und wir können ja durchaus sehr glücklich sein, dass wir eine unglaublich hohe Basisattraktivität haben, aber wir müssen, wir dürfen uns auch nicht auf unsere Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen. Wir müssen sehen, dass wir in allen Elementen dauernd attraktiver werden. Und ich glaube, die Steigerung des Steueraufkommens darf eigentlich keine Zielsetzung für einen Staat sein. Das ist keine Zielsetzung. Es soll die Zielsetzung sein, wie bei jedem Unternehmen, ja, dass man versucht, die Kosten des Staates zu begrenzen, die Kosten, möglichst viel Leistungen den Bürgern zu geben, möglichst menschenorientiert zu sein, aber möglichst mit einem effizienten System. Und da ist wirklich nicht so gut, wenn wir dauernd darüber nachdenken, wie können wir da noch die marginalen Steuern da reinholen. Lassen Sie uns wirklich überlegen, wie können wir ein System schaffen, das wirklich effizienter ist und mit weniger Steuern auskommt. Nur eine letzte Einen letzten Satz vielleicht dazu. Wir wissen ja, wir sind Österreich und klein und haben sehr viele Nachbarländer. Und wir sehen es also gerade zum Beispiel in Oberösterreich, Vorarlberg. Vorarlberg hat die Schweiz neben sich etc. Da gibt es ja auch Leute, die pendeln, ja, die die Lebensqualität von Österreich in Anspruch nehmen, aber woanders einfach arbeiten. Und ich glaube, wir sollten einfach schauen, dass wir auch die Arbeitskräfte unserer besten Köpfe in Österreich halten und nicht nur, dass sie hier wohnen. Aslan? Also ich kann dazu nur eins sagen, wir veranstalten jedes Jahr mit internationalen Organisationen die Berechnung des Taxpaying-Tages. Das ist jener Tag im Laufe eines Jahres, wo wir beginnen, ab dem nächsten Tag fürs eigene Tasche zu arbeiten. Das war früher im Frühjahr gegen Sommer, jetzt ist eine bedrohliche Entwicklung Richtung Herbst zu beobachten. Das heißt, wir arbeiten mehr als 50% fast schon des Jahres für die Steuern, die wir abzuführen haben, und dann ist für das Geld, das uns übrig bleibt. Ich kann nur noch mal betonen, die Abgabenquote in Österreich ist bei weitem zu hoch, und wenn wir die Kräfte, die wir im unserem Land offensichtlich haben, weil wir weiterhin attraktiv sind und leistungsorientiert Dinge zustande bringen, auch im internationalen Vergleich. Wenn wir das nicht bald entfesseln, werden wir nicht jenen Schritt machen können, der notwendig ist, um in der Zukunft auch fit zu sein. Und daher ist jede Debatte in diesem Bereich falsch angesiedelt. Ich kann nur den Finanzminister zitieren, wir haben Ausgaben und kein Einnahmenproblem. Das Ganze wird jetzt zu einer sehr intensiven Standortdiskussion. Der Standort ist Österreich, den wir alle lieben. Ich hoffe, dass Ihre Wortmeldung uns zum ursprünglichen Thema zurückführt. Was ist ein angemessener Vorstandsbezug? Sie haben nämlich die letzte Wortmeldung. Ja,
Kann man so interpretieren, ja, ja. Knapp und schnell. Die Frage geht an alle, die sich zutrauen, sie zu beantworten, weil sie einfach nicht leicht ist. Aber vielleicht geben Sie uns die Antwort und wir sagen, ob sie richtig ist. Ist auch durchaus möglich, aber es gibt keine richtigen Antworten. Ich beginne ganz kurz mit einer kleinen Geschichte, ganz kurz. Ich war... Studieren Sie bei mir? Nein, aber ich habe das Skripten von Ihnen. Das gefällt mir. Also, Sie hätten jetzt Ihre Matrikelnummer. Ganz kurz zu meiner Berufserfahrung. Ich war nie angestellt, war seit meinem 18. Lebensjahr immer selbstständig als Freelancer tätig, weil ich immer Absagen bekommen habe. Sie wissen, alle sprechen von Base Income und das wurde auch in Davos diskutiert. Ich hatte letztes Jahr auch eine ganz gegenteilige Überlegung und habe in der Vorlesung aus Volkswirtschaftslehre dem Vortragenden folgende Frage gestellt. Und zwar, ist es überhaupt möglich aus makroökonomischer Sicht, dass alle Angestellten bzw. Managers dann auf einmal selbstständig werden? Und was war der Grund Ihrer Frage? Als Überlegung? Als Alternative zum Vorstandsbezug? Bitte, machen Sie. Danke, retten Sie mich. Herr Minister, Sie haben das erste Wort gehabt, Sie kriegen jetzt das Schlusswort. Habe ich Sie richtig verstanden? Wenn alle Angestellten selbstständig werden? Naja, eine Uberisierung. Das ist in Wahrheit jederzeit technisch möglich, kein Problem. Sie brauchen nur auf eine größere Wiener Baustelle gehen. Da haben wir jede Menge selbstständige Bauarbeiter mit einem österreichischen Gewerbeschein, zum Glück. Nein, Spaß beiseite, technisch ist es kein Thema. Das ist nur eine Frage, ob es sinnvoll ist. Und es ist eine Frage, was bringt es? Und es ist eine Frage wirklich der Sinnhaftigkeit, was soll's? Wir haben 270.000 EBUs in diesem Land und wir haben natürlich immer wieder das Thema, auch von der Sozialversicherung her, das ist einer dieser Bürokratievorwürfe, wann ist eine Tätigkeit selbstständig und wann ist sie unselbstständig? Ne? Weil wenn ein ganzer Betrieb auf selbstständig umstellt, dann gibt es in Wahrheit nur Unselbstständige, weil ja jeder nicht selber bestimmen kann, was er tut. Wir haben auch Personen hier, die produzierende Betriebe haben. Die Maschine rennt, die Maschine läuft. Und jetzt kann nicht jeder Arbeiter, der dort steht, kann ein Selbstständiger rein technisch sein, aber praktisch nicht. Weil es muss einen geben, der sagt, du magst die Schicht, du magst die Schicht und du magst die Schicht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ist ein nettes Theoriebeispiel, aber in der Praxis sollten wir es so belassen, wie wir es derzeit haben, weil meiner persönlichen Meinung nach, wir haben schon zu viele EBUs in diesem Land, weil viele der EBUs sind in Wahrheit schlechter dran, als wie zigtausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Darf ich ganz zum Schluss noch einen Appell, nachdem so irrsinnig viel über Politik gesagt wurde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen eines sagen, ich sage kein Geheimnis, ich bin 66, werde ich in ein paar Monaten, habe 27 Jahre ein politisches Mandat unterschiedlicher Gremien inne gehabt, bin seit meinem 20. Lebensjahr in Wahrheit immer irgendwo tätig gewesen. Politik ist geil. Politik macht Spaß. Und man muss Menschen lieben. Das muss man aber auch als erfolgreicher Manager. Wer nicht Menschen liebt, ist nicht erfolgreich in der Wirtschaft und ist schon gar nicht erfolgreich in der Politik, weil man ist nie alleine. Man ist beim Machen Entscheidungen alleine. Aber sie haben immer Auswirkungen auf viele, viele andere. Darum kann ich Sie einladen, gehen Sie auch in die Politik. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier 2 Stunden aufmerksam zugehört haben. Ein Professor weiß, von da oben sieht er jeden, der müde wird oder einschläft. Das ist nicht passiert.
Der Dank gilt daher dem Podium, das dazu ganz wesentlich beigetragen hat. Sie haben eine gewisse Einigkeit gesehen, dass wir Vertrauen in unser System und unsere Mechanismen haben, dass es im Teil immer differenzierte Meinungen gibt, ist klar. Ich erlaube mir nun aber in Ergänzung dessen, was der Herr Bundesminister Hunsdorfer gesagt hat, Ihnen etwas zu sagen, das genau dazu passt und einen vielleicht sinnvollen Abschluss macht. Wissen Sie, ich arbeite nicht an der WU, weil ich hier Geld verdiene. Ich arbeite, weil ich Geld verdiene, aber nicht an der WU. An der WU arbeite ich, weil ich stolz bin, hier arbeiten zu dürfen. Und wenn es gelingt, in einem Mechanismus des Vertrauens aller Organe, vom Eigentümer zum Aufsichtsrat, zum Vorstand und dann zu den Mitarbeitern, etwas zu schaffen, dass man, wenn Sie, so werden Sie hier Studenten sind, an die WU kommen und sagen, ich bin stolz, hier studieren zu dürfen. Und wenn unsere Mitarbeiter sagen, ich bin stolz, dass ich bei diesem Unternehmen da arbeiten darf, und wenn das auch der Vorstand darf, dann ist das die Basis wirklicher, ethischer, charaktervoller Zusammenarbeit. Und das ist genau das, was der Bundesminister angesprochen hat. Es geht ganz stark nicht um die Zahlen, sondern es geht um den Menschen und um das Zusammenarbeiten mit den Menschen. Und das lege ich vor allem euch jungen Studenten ans Herz. Ihr werdet jetzt irgendwann einmal arbeiten gehen müssen. Ihr werdet es jetzt vielleicht schon tun und ihr werdet vielleicht Dinge tun, die ihr nicht tun wollt. Aber erfolgreich werdet ihr nur sein, wenn ihr das tut, was ihr gern tut und stolz darauf seid. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch beim Podium, denn ich weiß, die sind nur hierher gekommen, weil sie stolz sind, hierher kommen zu dürfen. Denn das Entgelt, das ich ihnen biete, ist in der steuerlichen Kategorie Trinkgeld angesiedelt und nicht einmal pekuniär, sondern in Sachwerten. Das heißt, sie bekommen einen köstlichen österreichischen Wein und Süßigkeiten dazu, die wir ihnen nachher überreichen dürfen. Und ihnen bleibt der Genuss, bei uns gewesen sein zu dürfen. Dankeschön. Applaus